Ja, also das Thema habe ich ja schon angedeutet. Es geht, und das wusstet ihr wahrscheinlich, es geht um sexuelle Reinheit. Ihr seid natürlich, wenn es jetzt ein Seminar wäre, bei einer Konferenz, kennt ihr das? Es gibt so Konferenzen und dann werden Breakout-Sessions gemacht, also dann haben mehrere Referenten gleichzeitig ein Seminar und dann stellen die es kurz vor. Keiner will ja zu dem Seminar sexuelle Reinheit kommen. Ist ja klar, keiner will sich ja outen, dass er damit irgendwie eine Herausforderung hat. Deswegen sage ich immer, ja, also wenn ihr anderen helfen wollt, sexuell rein zu leben, dann kommt in mein Seminar. Ah, wirklich, die wussten gar nicht, was heute kommt. Ja, dann müsst ihr euch anschnallen. Ja, also das ist jetzt kein Witz, sondern das ist, ich dachte, ihr wolltet das Thema. Okay, also heute Abend möchte ich mit euch über sexuelle Reinheit sprechen. Und ich finde das richtig gut, dass eure Brüder, eure Ältesten, eure Hirten, dass sie das Thema gewählt haben, denn es ist wirklich ein extrem wichtiges Thema. Ich will nicht sagen, dass es heute besonders wichtig ist. Das war schon immer eine Herausforderung seit dem Sündenfall. Denkt dran, in dem Moment, wo Adam und Eva gefallen sind, waren sie sofort schambelastet. Und das hat sich ausgedrückt, indem sie sich ihre Sexualität bedeckt haben. Also das ist kein neues Problem, das ist uralt. Aber Gott sei Dank gibt es das Wort Gottes und das Wort Gottes, ja, ist die Wahrheit und die Wahrheit hat das Potenzial, uns frei zu machen. Und ich bin überzeugt, wenn ihr aufmerksam zuhört, könnt ihr heute Abend ganz, ganz viel mitnehmen, wie man auch in dem Bereich ein Leben leben kann, was wirklich zur Ehre Gottes gelingt. Vielleicht zur Einführung, ich bin, wie gesagt, ihr wart ja, wer war vorhin schon da oder wer war vorhin noch nicht da? Das wäre interessant. Wer war vorhin noch nicht da? Mal laut melden. Okay, gut, dann wisst ihr noch nicht, dass ich 29 Jahre alt bin. Im Herrn und bin seit, das müsste ich eigentlich auch wissen, seit 2001 haben wir Älteste. Stimmt das? Ja, ich glaube schon. Seit 2001 haben wir Älteste und als ich damals eingesetzt wurde, war es nicht lange gedauert, dass nach einer Predigt, manchmal sind Geschwister, Brüder, Männer wie Frauen, sind Geschwister nach einer Predigt besonders angesprochen. Und dann ist mal nach der Predigt jemand auf mich zugekommen, einer von unseren Brüdern, hat gesagt: Mike, ich muss mal mit dir reden. Und du merkst dann schon so ein bisschen am Tonfall, das ist jetzt irgendwie anders, ja. Und ja, dann sind wir halt irgendwo in so ein Kinderzimmer gegangen, was schon frei war. Und dazu muss ich sagen, dieser Bruder war damals, ich sage jetzt mal 60. Okay? Also ich, jetzt könnt ihr rechnen, ich war 31 und er war 60, doppelt so alt wie ich. Und dann sagte er zu mir: Ja, Mike, ich muss jetzt einfach mal meiner Not Luft machen. Er kämpfte zu dem Zeitpunkt immer noch mit Pornografie und Selbstbefriedigung. Und das war ein richtiger Schock für mich, in zweifacher Hinsicht. Erstens, weil ich naiverweise dachte, mit 60 hat man solche Probleme nicht mehr. Ja, ihr seid alle weit unter 60, für euch habe ich vollstes Verständnis, so habe ich damals gedacht. Aber über 60 und dann noch sowas, das geht ja gar nicht. Das war der erste Schock. Und der zweite Schock war, ich war sein Hirte. Ganz jung, ja, gerade eingesetzt eigentlich, ich war sein Ältester und ich konnte ihm nicht helfen. Ich hatte ihm nichts anzubieten. Ich konnte nur innerlich sagen, ist ja krass und was soll ich sagen, ja, außer ich bete für dich und es tut mir leid und ja, und ich kann das verstehen, weil ich bin erst mit 23 zum Glauben gekommen. Und das heißt nicht, das werde ich gleich noch ausführen, dass wenn man zum Glauben kommt, man automatisch in dem Gebiet keine Versuchung und auch keine Sünde mehr hat, ja, der Versuchung erliegt. Ja, die Wahrheit ist, wir haben es wahrscheinlich in den Jugenden unserer Gemeinden, sage ich jetzt mal so ganz pauschal, von denen viele von euch wiedergeboren sind, wenn ihr den Herrn Jesus Christus als euren Herrn und Heiland erkannt und einfach mit dem Herzen angenommen habt, du bist mein Opfer, was für mich, haben wir jetzt zu Ostern gerade gefeiert, am Kreuz von Golgatha die Schuld meines Lebens bezahlt hat und zu meiner Rechtfertigung auch auferstanden ist, dann bist du sein Kind, du bist wiedergeboren. Aber bitte komm nicht ins Schleudern, wenn du nach der Wiedergeburt noch mit Sünden kämpfst. Ja, ich sag mal, wenn es nicht so wäre, hätten wir kein Neues Testament. Ja, zumindest nicht die Briefe. Ja, die Briefe sind voll von Problemen der Gläubigen, wo sie noch mit Sünde kämpfen. Das soll Sünde jetzt nicht relativieren,
ich will auch Sünde nicht gutheißen damit, aber du sollst auch nicht denken, oh, ich bin total allein mit meinem Problem und ich dürfte eigentlich, dann ist meine Wiedergeburt gar nicht echt. Das ist total vermessen. Ja. Die Wiedergeburt, und das war auch bei dem Bruder, definitiv, ich kannte den seit 1995. Ja, also ich kannte ihn schon jahrelang und seine Wiedergeburt war auch echt. Aber das war schlimm, dass ich ihm halt überhaupt keine Hilfe geben konnte. Und das hat mich dazu geführt, mehr in Richtung biblische Seelsorge zu lernen oder Jüngerschaft und biblische Seelsorge. Und das Schönste war einfach zu lernen, Mensch, alle Lehrer, von denen ich bis jetzt gelernt habe, die haben mir in der Bibel nichts Neues wirklich gezeigt, aber die haben das, was in der Bibel steht, wirklich aufs Leben angewendet. Das war, kann ich euch sagen, der größte Gewinn insgesamt. Das ist keine Gnosis, Jüngerschaft und Seelsorge, aber es ist so ein Gewinn zu sehen, wie man das Wort Gottes tatsächlich ins Leben bringt. Nicht nur einfach für schöne Predigten oder Bibelstunden die Woche über oder sonntags, sondern dass es wirklich fürs Leben ist. Schön. So, und wir haben jetzt die Aufgabe, im Schnelldurchlauf über sexuelle Reinheit in einer Stunde zu reden. Ja, es gibt eine Gemeinde in Bielefeld, eine sehr konservative russlanddeutsche Gemeinde, hat mich mal eingeladen und die haben mich von morgens 10 bis nachmittags um 3 nur zu dem Thema reden lassen. Das war mal wirklich schön, einfach Zeit zu haben. Aber gut. Ja, wie gelange ich zu einem Leben, das von sexueller Reinheit geprägt ist? Es ist ein Riesenproblem, dass wir nicht über das Thema reden. Ich weiß nicht, habt ihr, dürft ganz ehrlich antworten, ihr müsst immer ehrlich antworten, habt ihr schon mal in eurer Gemeinde, ihr kommt ja jetzt aus verschiedenen Gemeinden, wie ich mitbekommen habe, habt ihr in eurer Gemeinde schon mal eine Predigt zu sexueller Reinheit gehört? Wow, 2 nicken. Aber der Rest wahrscheinlich eher weniger. Habt ihr überhaupt eine Bibelstunde oder eine Predigt zu Sexualität, wie Gott sich Sexualität gedacht hat, schon mal gehört? Manche nicken, das finde ich super. Ja, sehr gut. Ja, in nicht dieser, aber in einer anderen Gemeinde habe ich abends dann mit dem Ältesten zusammengesessen, mit dem Ältesten. Ja, das war noch so eine ganz klassische, mit einem König. Sorry für diese Hiebe, ja, aber ich liebe euch Russlanddeutsche, auch wenn ich keiner bin. Ich liebe euch wirklich von Herzen, weil ich bilde mir ein, ich bin schon ein Halber nach 25 Jahren in einem Stall mit lauter Russlanddeutschen und Hiesigdeutschen. Ohne euch gibt es nicht nur Pluschki und Pelmeni und Mante und viele andere Köstlichkeiten nicht auf dieser Welt und Ploff. Ja, das wäre eine Vollkatastrophe. Was wäre die Welt ohne Ploff? Es gäbe auch keine Gemeindehäuser, jedenfalls keine anständigen. Wir haben so ein anständiges Gemeindehaus, weil wir zur Hälfte aus Russlanddeutschen bestehen. So, also das war die Würdigung und jetzt kommt immer mal so ein bisschen Seitenhieb, weil ich euch einfach liebe an die Russlanddeutschen. Dann saß ich mit dem König dieser Gemeinde an dem Abend zusammen und dann sagte er zu mir, du Mike, es ist noch viel schlimmer. Es ist nicht nur so, dass noch nie bei uns in der Gemeinde über Sexualität gepredigt wurde, ich selbst, also er, habe mit meinen eigenen Kindern nie, und die waren schon aus dem Haus, über das Thema geredet. Und das ist eine Vollkatastrophe. Warum? Redet die Bibel über das tausendjährige Reich? Ja, nicht so viel, aber ja, sie redet darüber. Ja, redet die Bibel über die Reihenfolge, wie das in der Zukunft alles sein muss? Natürlich redet sie darüber und wir streiten auch gerne darüber. Aber die Bibel redet noch viel, viel ausführlicher über Geld und Sexualität. Und Gott ist der Erfinder von Sexualität. Und wenn wir dann nicht darüber reden, dann werden wir schuldig am Wort Gottes. Und noch schlimmer, wenn wir nicht über Sexualität in der Gemeinde reden, mit Anstand, mit Respekt, mit aller Würde, so wie es das Wort tut, dann bleibt der Platz nicht unbesetzt. Versteht ihr? Wenn wir nicht als Christen, als die, die das Wort Gottes, die Wahrheit kennen, wenn wir nicht über Sexualität reden, dann fängt ja nicht die Welt an zu schweigen. Die Welt redet weiter mit Gewalt, mit Macht über das Thema und ihr werdet alle, wie die Generationen vor und nach euch, einfach das aufsaugen, was die Welt euch vorgaukelt, was wirklich erfüllte Sexualität sein sollte oder was überhaupt der Sinn von Sexualität sein sollte. Und das stimmt nicht. Ja, die Welt ist im wahrsten Sinne des Wortes, und das werdet ihr heute Abend noch sehen, pervers. Per heißt durch und durch, ist lateinisch, ist mal nicht griechisch und hebräisch. Per heißt durch und durch und versum auf den Kopf gestellt. Die weltliche Vorstellung von Sexualität ist absolut pervers. Sie ist total auf den Kopf gestellt und das werden wir heute Abend hoffentlich sehen. Wenn wir nicht über
Sexualität reden, dann ist das tragisch. Nicht nur, weil die Welt trotzdem mit Vollgas über das Thema redet, sondern wir haben wirklich alle Weisheit, die wir brauchen, um über das Thema richtig zu denken. Denn, das sind jetzt rhetorische Fragen, heute Nachmittag schon viele Fragen an die Gemeinde hier gestellt und ein paar herangenommen, mal sehen, was heute Abend passiert, aber mal eine rhetorische Frage, wer hat sich Sexualität eigentlich ausgedacht? Wer ist der Erfinder der Sexualität? Ist nicht die Bravo? Ist es nicht Dr., wer schreibt da immer? Danke, einer outet sich. Ich habe es ja auch gelesen. Ja, das ist nicht Dr. Sommer, der hat nicht die Sexualität erfunden, sondern Gott selbst hat die Sexualität erfunden. Und wenn das so ist, das ist so, oder? Gott hat uns als sexuelle Wesen geschaffen. Dann können wir schon von Anfang an einige Schlussfolgerungen ziehen. Erstens, Sexualität muss etwas absolut Reines, etwas absolut Gutes, etwas absolut Anständiges, etwas absolut Herrliches sein. Richtig? Das ist eine rhetorische Frage. Ihr müsst ja sagen. Ihr werdet mich nicht vom Gegenteil überzeugen, weil Gott hat sich's ausgedacht. Und in Gott ist kein Wechsel noch Schatten des Lichts, sagt die Schrift. Da ist absolute Reinheit. Das ist absolut pur. Er hat nur gute Motive. Er hat nur gute Absicht. Alles, was er macht, macht er vollkommen. Heißt, wenn er der Schöpfer der Sexualität ist, muss Sexualität im Kern etwas absolut Gutes sein. Dass wir schon, ich weiß ja nicht, ihr habt jetzt kaum Reaktionen gezeigt, aber wenn ich so sage, oh, wir reden heute über sexuelle Reinheit, dann gehen erstmal so ein bisschen, echt, wow. Warum ist das so? Weil wir schon was von der Welt mitgenommen haben. Und das bringt schon gewisse Gedanken in uns hervor, die oftmals nicht richtig und auch nicht gut sind. Und deswegen haben wir oft Scham bei dem Thema. Ja, keine Rede drüber, auch in der Gemeinde. Ich weiß gar nicht, wie es hier in der Gemeinde ist. Ich bin zum ersten Mal hier. Ich kann nichts Falsches über die Gemeinde sagen, weil ich gar nichts weiß. Aber es wäre kein Wunder, wenn auch hier relativ selten über das Thema gepredigt würde. Ist in der Schrift anders. Schaut mal, wer heute Nachmittag oder um 6 Uhr dabei war, weiß, Salomo redet in den ersten 9 Kapiteln der Sprüche tief in nicht das Gewissen, sondern das Herz seines Sohnes. Mit dem Flehen, er soll weise werden. Die ersten 9 Kapitel, du denkst ja, die Sprüche wären einfach so eine Ansammlung von Weisheitsliteratur, stimmt's? Jetzt redet er von Ameisen und dann redet er ja, vom König und dann redet er, weiß keine Ahnung, wo da die Struktur ist. Hast fast recht, aber die ersten 9 Kapitel stimmt nicht. Die ersten 9 Kapitel ist eine Rede eines Vaters an seinen Sohn, eine flammende Rede, eine Predigt mit einem richtigen Bogen, ja, von Anfang bis Ende, da ist ein Spannungsbogen drin. Ja, was wirklich Weisheit Gottes ist, das können wir bei einer anderen Jugendstunde mal besprechen, was da die Struktur ist. Fakt ist, in der Mitte dieser flammenden Predigt finden wir einmal das Herz und 2 Kapitel lang sexuelle Reinheit, ja, wo der Vater seinen Sohn anfleht und ihm auch hilft, ja, was er wissen muss, um sexuell rein zu leben. Also die Bibel spricht selbstverständlich von Sexualität. Oder wenn, da kommen wir heute Abend zu, in 1. Korinther 7 spricht Paulus das Thema ganz, ganz direkt an, ganz offen. Ja, das werden wir unbedingt anschauen, ja, in 1. Korinther 7. Also wenn Gott der Schöpfer der Sexualität ist, dann A, ist es was absolut Reines. Einverstanden, Stefan? Was absolut Herrliches, was absolut Gutes. Da ist nichts Anzügliches dran. Erstens. Ich habe jetzt geschielt, aber ihr habt beide richtig genickt. Ja, die Stefan sitzen jetzt etwas versetzt. Zweitens, es muss etwas absolut Gutes sein, ja, im Kern was Reines, was Heiliges. Entschuldigung, das war erstes. Zweitens, er weiß auch am besten, wie man damit umgeht. Weil er hat sich's ausgedacht, er ist der Schöpfer, dann weiß er auch, wie man mit Sexualität richtig umzugehen hat. Heißt, wir müssten unbedingt alles, was die Bibel zur Sexualität zu sagen hat, studieren und nicht Dr. Sommer, ja, der wirklich Unsinn erzählt. Gelinde gesagt. Wenn Gott wirklich, und das ist es ja, der Geber der Sexualität ist, wie viele Quellen der Weisheit gibt es denn dann? Ja. Wie viele Quellen der Weisheit gibt es denn dann, um zu lernen, wie wir mit Sexualität umzugehen haben? Wie viele Quellen gibt es? Eine einzige. Der wir uns zu
wenden müssen. Das ist die einzige Quelle der Weisheit und der Wahrheit, auch über dieses Thema. Und das heißt mit anderen Worten, wir müssen das gut studieren und dann auch gut kommunizieren. Wir werden das Thema heute Abend auf eine Art und Weise angehen, wie du wahrscheinlich nicht damit rechnest. Wir werden ganz groß ausholen, ganz, ganz vorne werden wir anfangen. Aber wir, keine Angst, wir werden uns einigermaßen an die Stunde halten. Der Grund ist, ich als Seelsorger, ja, oder in der Jüngerschaft spielen wir immer mit offenen Karten. Ja, wir sind nicht irgendwelche Gurus, die irgendwelche Methodiken benutzen, um euch irgendwie an irgendeinen Punkt zu bringen, von dem ihr selbst gar nicht wisst, wie ihr hingekommen seid. Nein, wir spielen mit ganz offenen Karten. Meine Methodik ist, denke ich, die Methodik des Herrn oder des Wortes. Wir müssen uns als erstes ausführlich und gründlich mit dem Guten beschäftigen, mit Gottes Gedanken zur Sexualität. Und dann werden wir, wenn wir das Gute sehen, wie Gott sich das gedacht hat, dann werden wir von alleine verstehen, was die Welt daraus gemacht hat und wie pervers das ist. Das ist das Zweite und das werden wir ganz kurz machen. Der erste Teil, wie hat Gott sich Sexualität gedacht, werden wir ziemlich ausführlich machen. Okay? Wir werden langsam dahin gehen. Das ist wie diese, habt ihr das Beispiel schon mal gehört, FBI-Beamten werden unter anderem in Deutschland bestimmt auch, ich weiß noch nicht, wie die Gruppe heißt, an Falschgeld ausgebildet. Okay, also die sollen Blüten, falsches Geld, falsche Dollarnoten erkennen. Wisst ihr, wie das bei FBI-Beamten geschieht? Die studieren Wochen oder Monate, ich kann mich jetzt nicht festlegen, weil ich es nicht weiß, aber die studieren eine ganz, ganz lange Zeit nur das echte Geld. Nur echte Dollar, die ganze Zeit. Von vorne bis hinten, die stehen mit echten Dollars auf und die gehen mit echten Dollars ja, abends zu Bett und die studieren den ganzen Tag nur echte Dollarnoten. Und dann nach, von mir aus Tagen, Wochen, Monaten, kriegen sie eine Blüte untergeschoben. Wisst ihr, was dann passiert? Sie erkennen die sofort. Warum? Weil sie so gewöhnt sind an das Gute. Und das ist ein jüdisches, biblisches Lehrprinzip. Ja? Die Schrift beschäftigt sich nicht die ganze Zeit mit allem Bösen, was du wissen müsstest und ja, wo du dich in Acht nehmen musst, sondern das Grundprinzip ist, sie zeigt dir erstmal das Gute, damit du selbst das Böse erkennen kannst. Okay, und das ist die Didaktik heute Abend. Wir beschäftigen uns erstmal mit, wie hat sich Gott Sexualität gedacht. Dann reden wir relativ kurz über Pornografie und Selbstbefriedigung. Wir müssen nicht mehr viel darüber reden, weil ihr werdet das von selber verstehen, was das Problem damit ist. Und dann wollen wir natürlich, und deswegen werden wir bestimmt ein bisschen länger machen, auch noch einen dritten Teil darüber reden, hey, wie ist denn dann der Weg raus? Und das müsste, das gebe ich jetzt schon zu, das müsste viel länger sein, aber das machen wir dann beim nächsten Mal, wenn, oder das macht der Waldemar dann, wenn er mit euch das nächste Mal über sexuelle Reinheit spricht. Aber ja, die Therapie sozusagen, wie komme ich denn zu einem, wie gelingt das denn? Den Kern werde ich euch mit Gottes Hilfe auf jeden Fall mitgeben, aber da könnte man noch mehr drüber sagen. Schön, gebetet haben wir schon, dann legen wir los. Erste Frage, wozu hat Gott den Menschen geschaffen? Oder anders gefragt, was ist der Sinn des Lebens? Und jetzt kommt einer dran, der heute Abend noch nicht dran war. Also Stefan, du hast jetzt mal Pause, du hast schon so gelitten heute. Aber ist gut zugemacht, danke fürs Annehmen. Letzte Reihe, blaues Hemd, ziemlich groß. Du bist der? Wladimir. Wladimir, wenn ich dich fragen würde, Wladimir, was ist der Sinn des Lebens? Wie würdest du antworten? Mit einem Satz. Ach, so eine gute Antwort. Ja, du musst schon länger Christ sein, Wladimir. Stimmt, also mehr Punkte kann man nicht erreichen. Das ist der Sinn des Ganzen. Gott kennen, weil wir ihn kennen, ihn lieben und weil wir ihn lieben, für ihn leben. Und das Ganze nennen wir seine Verherrlichung. Okay? Hundertprozentig. Was denken manchmal Christen, was der Sinn des Lebens wäre? Den Exkurs, ohne den geht es jetzt einfach nicht. Was kriegt man oft als Antwort? Was ist das Wichtigste im Leben? Was sagen die Christen oft? Du schmunzelst so laut, darf ich dich fragen? Oder willst du was sagen? Ja, du, mit dem schwarzen Rolli? Heiraten. Sehr gut, das war ehrlich gesagt jetzt nicht die Antwort, auf die ich gekommen bin, aber das stimmt. Ja, ich denke natürlich wie ein Mann und ja, Männer denken das vielleicht auch manchmal, aber ehrlich gesagt, Männer denken das nicht, glaube ich. Frauen schon eher, das ist das ganz große Ziel, auf die sie, hat auch was mit Biologie zu tun, kein Witz, ja, wo Frauen viel mehr drauf aus sind, ja, von klein auf heiraten. Aber ich wollte jetzt so ganz formal theologisch, tut mir leid, wenn ich dich irregeführt habe, so ganz formal theologisch, was sagen viele Christen, was das Wichtigste im Leben sei, für jeden Menschen?
Genau, wer sagt es laut? Wer war das? Stefan? Eugen? Wenn ihr euch gegenseitig Ehre geben wollt, dann war es Steff Eugen oder Euphan. Ja. Ja, die meisten denken, gerettet werden, die Wiedergeburt, zum Glauben kommen, das wäre das Wichtigste im Leben. Wirklich? Natürlich. Die Erlösung entscheidet über mein ewiges Schicksal, über ewige Gemeinschaft mit Gott oder ewige Gottesferne. Ganz klar, wenn das Blut Jesu nicht auch für mich geflossen ist und ich das angenommen habe, ja, wenn ich das nicht angenommen habe, dieses Opfer, was für nach meiner Überzeugung für die ganze Welt dargebracht wurde, aber nicht von jedem angenommen wird. Es muss angewendet werden. Natürlich entscheidet das über dein ewiges Schicksal, aber das ist nicht der Sinn des Lebens. Wisst ihr warum? Wenn tatsächlich die Wiedergeburt, das Gerettetwerden, der Sinn des Lebens wäre für die Menschen, dann hätten Adam und Eva nach der Schöpfung noch keinen Sinn im Leben gehabt, weil die waren ja noch gar nicht in Sünde gefallen. Dann hätte der Sinn des Lebens erst mit dem Sündenfall angefangen. Könnt ihr folgen? Das ist jetzt sehr logisch argumentiert. Aber das ist nicht so. Adam und Eva hatten schon am ersten Tag ihres Daseins einen Sinn im Leben, weil Gott ruhte am siebten Tag. Warum ruhte er? Ich habe mir in einer schlechten Predigt gehört, weil er so erschöpft war. Tut mir leid, das ist eine schlechte Gottesvorstellung und eine völlig unbiblische. Gott ruhte nicht am siebten Tag, weil er so erschöpft war, sondern Gott ruhte am siebten Tag, weil alles exakt so war, wie er sich das gedacht hat. Es gab nichts mehr zu verbessern. Es gab nichts mehr zu tun. Es war exakt so, wie Gott es wollte. Es war wirklich perfekt. Es war vollkommen oder vollständig, genauso wie er das wollte. Okay? Deswegen kann er der Sinn der Wiedergeburt sein. Also der Sinn des Lebens ist Wladimir, wie Wladimir gesagt hat, Gott zu verherrlichen. Ihr Lieben, ihr seid ganz jung und ich vermute, für manche von euch ist das noch neu, dieser Gedanke. Wenn ihr heute um 6 Uhr schon dabei gewesen wärt, dann hättet ihr schon mal das gehört, Kolosser 1, Vers 16. Schlagt mal eure Bibeln auf. Höre ich ein Rauschen im Blätterwald? Jungs und Mädels, ihr müsst unbedingt gedruckte Bibeln haben und auch benutzen. Ich benutze, das habe ich eben nicht gesagt, ich benutze das Handy, die Handybibel ständig. Natürlich. Keine Frage. Warum? Weil ich habe nun mal nicht jedes Mal das Schwert dabei. Ja, und dann ist es gut, wenn man das Schwert ja in der Hosentasche hat. Ich habe es jetzt rausgemacht. Aber wisst ihr, wo ich das am häufigsten benutze? Weil ich so vergesslich bin und das ist halt so bequem, ja, dann suchst du nach, ja, wo steht das jetzt? Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und dann guckst du halt nach Weg, ja, und Johannesevangelium, dann zeigt er dir sofort Johannes 14,6. Ja, deswegen, ich benutze es meistens als Konkordanz. Das kann ich mit der gedruckten Bibel nicht so gut. Aber ansonsten, ihr müsst eure gedruckten Bibeln dabei haben, drin leben. Ja, die muss so richtig schmoddelig und schmuddelig werden. Ja, ich benutze sie jetzt 29 Jahre. Die Seiten fangen an zu kleben, rechts unten, weil ich da immer anpacke, ist schon ein bisschen eklig. Ja, aber so müsst ihr mit dem Wort umgehen, weil ihr habt von Gott alle, das haben nicht nur manche wenige, alle haben ein bildhaftes Gedächtnis. Nicht unbedingt fotografisch, aber bildhaft haben wir alle. Und vom Handy, das läuft so alles durch. Ja, so eine ewige Schriftrolle. Ja, aber die war auch schon auf Papier. Ihr müsst das auf Papier haben. Das kann man sich einfach, da kann man sich Notizen machen, da kann man markieren, da weiß man, links unten steht Psalm 145, Vers 2. Ja, wenn ich nicht mehr weiß, so ganz genau, wo war das? Also, das war ein kleiner Exkurs, gedruckte Bibeln, ganz wichtig. Morgen, wenn ihr kommen solltet, will ich euch alle mit einer gedruckten Bibel sehen. Ihr habt doch eine, oder? Ja, wenn nicht, schreibt ihr mir eine E-Mail, ich schenke euch jede Bibel, die ihr wollt. doch, das machen wir. Schreibt nicht so viele. Habe ich noch nie gemacht, so ein Versprechen. Aber macht das ruhig mal. So, aber dann müsst ihr es auch benutzen. Das ist wie mit den Büchern. Ich verschenke sehr gerne Bücher, aber nur unter einer Bedingung. Ihr müsst sie lesen, sonst kriegt das nicht geschenkt. Und so ist es auch mit der Bibel. Ihr müsst sie dann benutzen. So, also der Sinn des Lebens besteht darin, Gott zu verherrlichen. Kolosser 1, Vers 16. Er hat es ja mittlerweile aufgeschlagen. Ich brauche es nicht mehr aufschlagen. Ich weiß, was da steht. Alles ist aus ihm, alles ist durch ihn und alles ist zu ihm hingeschaffen. Ja, ihr habt die Schlachterübersetzung, ich habe es halt, oh, danke Paul oder wer immer das da veranlasst. Denn in ihm ist alles, jetzt ist die Elberfelder, die ich auch benutze, denn in ihm ist in den Himmeln und auf der Erde, alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare oder das Unsichtbare, es seien Thronen oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und alles ist zu ihm hingeschaffen.
Wladimir, du hast richtig geantwortet. Was ist der Sinn des Lebens? Die Verherrlichung Gottes. Deswegen setze ich, ich habe das heute Nachmittag schon mal gemacht, aber ihr wart nicht alle dabei, deswegen setze ich jetzt deinen Namen hier ein. Denn in Christus, also es geht um Christus übrigens, ihr müsstet den Kontext jetzt wissen, ja, es geht um Christus. In Christus ist der Wladimir, ist ja alles, also auch Wladimir. In Christus, ich setze überall, wo alles steht, setze ich jetzt Wladimir ein. In Christus ist der Wladimir geschaffen worden. Ob im Himmel oder das auf der Erde, du bist nun mal auf der Erde, alles, auch der Wladimir, ist in Christus geschaffen worden. Das Sichtbare, du, oder das Unsichtbare, ist ein Thron oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Wladimir ist durch Christus und Wladimir ist zu Christus hin geschaffen. Und Christus war schon vor Wladimir und Wladimir besteht, das ist der Vers 17, durch Christus. Liest sich schon ein bisschen anders, oder? Und so musst du die Bibel lesen. Ja, nicht einfach nur als gute Theologie, die du sonntags predigen oder in der Bibelstunde weitergeben kannst, sondern das ist Gottes Brief an uns, an mich. Er soll mich ansprechen. Dein ganzes Leben macht nur Sinn, wenn du es für Christus lebst. Glaubst du das wirklich? Von Natur aus glaubst du das nicht. Von Natur aus, weißt du, was du von Natur aus glaubst? Das wahre Leben ist für mich selbst gelebt. Wenn ich wirklich das tun und lassen kann, was ich will, wenn ich diese Spaßbremse Eltern und Gemeinde noch nicht hätte, dann würde die Post richtig abgehen. Aber das ist, ich hoffe nicht, dass ich jetzt zu sehr aus meinem Herzen gesprochen habe, aber leider war das meine Vorstellung vom wahren Leben. Ja, das ist eine Lüge. Das ist eine uralte Strategie Satans. Das ist 1. Mose 3, Vers 5. Ihr wart leider nicht dabei, aber da sagt Satan in der Versuchung, wenn ihr von der Frucht esst, ja, Gott weiß, ja, Gott weiß, dass wenn ihr von dieser Frucht esst, dann werdet ihr sein wie Gott. Das ist eine uralte Strategie Satans. Er will, so hat er uns versucht, so sind wir gefallen, er will dich glaubend machen, hey, das Leben für sich selbst gelebt, das ist das wahre Leben. Dann geht die Post richtig ab. Ja, ich weiß nicht, wie ihr Mädchen drauf seid, ihr wollt alle den Prinzen heiraten, aber das ist auch nicht, nee, es stimmt nicht ganz, aber du musst es jetzt einfach dran glauben, ja. Das ist auch nicht der Sinn des Lebens. Ja? Die Wahrheit ist, egal wen du heiratest, es gibt nur eine Charge, alles Sünder. Es gibt nur eine Sünde, nur eine Charge, es gibt nur eine Sorte von Prinzen. Alles selbstsüchtige Sünder, die sind genauso selbstsüchtig wie du. Die wollen die schöne Prinzessin finden. Ja? Das ist von Anfang an so, das ist seit dem Sündenfall so. Aber das ist nicht der Sinn des Lebens. Der Sinn des Lebens ist, Adam wandelte bei der Kühle des Tages mit Gott und Adam lernte auf die Art und Weise Gott kennen und hat sich für Gott begeistert. Ja, das war der Sinn des Ganzen. Er sah, wie groß er ist, wie herrlich er ist, wie er alles gemacht hat. Gott kennenlernen, Gott lieben lernen, weil wir ihn kennenlernen und weil wir ihn lieben, ihm dienen. Das ist der Sinn, übrigens nicht nur für die Jugend in Achim oder sonst wo du herkommst. Das ist der Sinn für jeden Menschen. Das muss dein Motiv für echte Evangelisation sein. Nicht, dass die armen Menschen irgendwie gerettet werden. Das geht schief, ja, das ging schon immer schief in der Evangelisation, sondern dass sie tatsächlich den wahren Sinn des Lebens haben. Also alles, auch der Konstantin und auch der Mike und auch der Stefan und Stefan und wer sitzt neben dem Stefan? Daniel, ja. Es gibt nur einen Sinn in deinem Leben. Wie heißt der? Christus verherrlichen. Das ist der Sinn des Lebens. Dafür hat er dich mit Ebenbildlichkeit ausgestattet. Ja, du spielst eine einzigartige Rolle in dem Plan Gottes, sich selbst Herrlichkeit zu machen, weil er hat dich ähnlich gemacht. Du bist nicht Christus, aber du bist Christus ähnlich. Du bist Gott ähnlich. Du hast einen Verstand, du hast einen Wille, du hast ein Gefühl. Das ist alles Gott ähnlich. Das hat kein Feuer, das hat keinen Berg, das hat keinen Baum. Ja, genau dieses Setup hat auch kein Tier. Ja, Tiere sind keine aktiven Anbeter. Das haben wir auch heute Abend schon geklärt. Ja, die sind nicht für Anbetung gemacht, aber Gott hat dich für Herrlichkeit gemacht, für seine Herrlichkeit. Und deswegen bist du so ein Herrlichkeitsjunkie. Ja, deswegen begeisterst du dich für, Lacoste. Weil Lacoste hat nicht jeder Popel. Jeder Popel fährt einen Opel. Aber nicht jeder hat Lacoste. Ja, und deswegen begeistert. Warst du heute Nachmittag schon da? Ja, dann kennst du das schon. Ja, und deswegen begeistere ich mich für... Ja, dieses, das ist jetzt,
Das ist ein bisschen anders, ja. Das ist ein Mohair, der hat eine andere Qualität. Ist nur ein 100er Garn. Ja, aber den kannst du ins Auto werfen, auf die Rücksitzbank, kannst deine Aktentasche drauflegen, kommst hier in Achim an, holst den raus, schüttelst einmal, ist der glatt wie eine Flunder. Das macht Garn ab 100 aus. Und da begeistere ich mich für. Ja, und wenn wir mal ganz viel Zeit haben, dann erkläre ich dir auch, warum das so ist. Natürlich tue ich so, als würde ich die ganze Herrlichkeit Gott geben. Aber ehrlich gesagt, ich begeistere mich ganz oft dafür, weil mich das so schmückt. So ein edles Garn. Wir sind für Begeisterung gemacht. Ja, es tut mir echt leid, wir schaffen das nie. Aber das zeichnet euch aus, ihr Lieben. Ja, dich habe ich jetzt mit Lacoste rausgenommen. Wenn ich alle eure Schuhe kontrollieren könnte, dann würde ich jetzt ganz viele Nike-Pfeile sehen oder Adidas-Streifen. Oder wisst ihr, was bei mir super cool war? Absolut abgefahren. Ich bin geschwebt. Als ich diese Schuhe gekauft bekommen habe, ich hatte überhaupt kein Geld verdient. Meine Eltern haben mir diese Schuhe gekauft. Kangaroos. Ich habe keine Ahnung, ob es diese Marke noch gibt und was für ein Image die heute hat. Aber eins kann ich euch sagen. Vor 100 Jahren, als ich in die Schule ging, da waren die sowas von cool. Die waren sowas von stylisch. Die waren so abgefahren. Ich habe keine Ahnung, welche Marke das heute nur annähernd erfüllen kann. Aber damals war es Roos. Boah, ich bin geschwebt mit den Dingern, die Schule. Und ich habe diese Blicke genossen. Boah, wisst ihr warum? Wir sind für Anbetung gemacht. Wir sind für Begeisterung gemacht. Nur im Sündenfall, ihr werdet sein wie Gott. Wir begeistern uns nicht mehr für Gott, sondern wisst ihr, für wen wir uns jetzt begeistern seit dem Sündenfall? So wie Satan, für uns selber. Mein Reich komme, mein Wille geschehe. Das ist das Problem im Sündenfall. Versteht ihr das? War das zu schnell? Das war jetzt im Schnelldurchlauf. Ist das nachvollziehbar? Ja? So müsst ihr über den Sündenfall nachdenken. Ihr kommt alle gerade aus der Kinderstunde. Ja? In der Kinderstunde, das war ja fast eine Beleidigung in der Jugend. Aber es tut mir leid, ihr seid noch ganz grün in der Nonne. Und ihr seid alle total naiv. Nach Salomos Worten seid ihr alles Idioten. Sorry, ich mache mir keine Freunde, aber das ist biblisch. Jeder junge Mensch ist absolut naiv. Ihr wisst nichts vom Leben. Die Bibel macht euch aber weise, wenn ihr der Bibel tatsächlich Glauben schenkt und danach lebt. Und das ist das Problem, ihr Lieben, dass wir seit dem Sündenfall alle auf eigene Verherrlichung aus sind. Und deswegen begeistern wir uns so für Roos. Oder was ist denn heute so ultra in? Gibt es das? So richtig, was echt kaum jemand hat. Ist gerade so am Kommen. Irgend so ein neuer Stern am Markenhimmel. Wie? Echt? Habe ich noch nie gehört. Kein Wunder, weil ich bin ja jetzt schon 100 Jahre. Alexander McQueen. Und wie viel kosten die? 480. Ja, das 480 ist natürlich absolut abgefahren. Aber die Roos, das sage ich euch, die waren auch richtig teuer vor 100 Jahren. Ja, das ist ja das. Weil es so teuer ist, kann sich nicht jeder leisten. Und das gibt dir Herrlichkeit. Das ist der Grund, warum wir... ja, Nike-Symbol tragen, weil dann laufen wir so athletisch durch die Straßen und denken, boah, die finden uns alle so cool, wie diese Stars, ja, die den ganzen Tag nur in der Muggibude verbringen und ja, da irgendwelche Körperteile strapazieren, damit sie toller aussehen. Ja, das, so sind wir. Wir sind nicht mehr, wir sind für Herrlichkeit gemacht, wir müssen anbeten. Ah, jetzt habe ich auch das Nike-Symbol entdeckt. Ja, genau. Hätte ich doch heute einen anderen Sweater angezogen. Aber ich bin ja nicht anders als du. Aber ich will, dass ihr das versteht. Ja. Es geht, das dreht sich alles um Anbetung, weil du bist für Herrlichkeit gemacht. Du bist ein Herrlichkeitsjunkie. Du musst anbeten. Und wenn du nicht Gott anbetest, hörst du nicht auf, Anbeter zu sein. Und seit dem Sündenfall begeisterst du dich für dich selbst. Das ist die Wahrheit. So müssen wir auch, es tut mir leid, aber die Exkurse müssen sein, so müssen wir auch die sozialen Medien verstehen. Ja, ihr liebt alle Insta und TikTok. Nein, würdet ihr nie zugeben. Aber ihr verbringt viel zu viel Zeit damit. Wisst ihr, warum das so lecker ist, warum das so anziehend ist? Weil das sind die Schaufenster eurer Selbstverherrlichung. Da könnt ihr euch mittlerweile der ganzen Welt, ich konnte mich ja nur meiner Jahrgangsstufe auf dem Wigbert-Gymnasium in Hünfeld präsentieren. Was war denn das? Ja, das war mein Auditorium. Da habe ich mich präsentiert. Ihr im 21. Jahrhundert könnt euch jetzt der ganzen Welt präsentieren. Und deswegen sind die sozialen Medien so erfolgreich. Ihr, das ist purer Götzendienst. Nicht nur, da kann man auch gute Sachen mitmachen, da kann man das Evangelium drüber verbreiten, alles gut. Aber warum das so erfolgreich ist, es ist echter Götzendienst. Wir benutzen das zur Selbstdarstellung, damit andere sehen, wie cool ich bin. Ich habe ja eben das Beispiel gebracht, als es Knack gemacht hat und ich hatte eine 120-Euro-Toilette zerstört, weil ich sie zu fest angezogen hatte. Das Bild hätte ich nicht ins Internet stellen wollen und ich war so zornig.
Ja, weil das war so unwürdig. Ich, der perfekte Handwerker, ich habe das gar nicht gelernt. Ja, aber das entsprach überhaupt nicht meinem Selbstbild. Ich war so zornig in dem Moment. Das ist der pure Stolz, das ist die pure Anbetung. Jetzt habt ihr den Sündenfall besser verstanden. Ja, seit dem Sündenfall beten wir nicht mehr Gott an, aus dem, durch den und für den hin alles gemacht ist zu seiner Verherrlichung. Seit dem Sündenfall beten wir uns selber an. Und deswegen haben wir Stress mit den Lieben, die neben uns sind. Ja, vor allem, wenn wir dann heiraten und auf, nicht ewig, aber auf Lebenszeit mit einer anderen Sünderin in ein Joch gebunden werden. Du bist schon verheiratet? Ja, dachte ich mir. Und du, Wladimir, siehst auch so aus. Ja, wenn Sünder sich das Ja-Wort geben, das ist die Literatur, die ihr alle euren Jugendlichen geben müsst, bevor sie heiraten. Du auch. Ja, die von dem Prinzen träumt, dass du entzaubert wirst, das musste jetzt einfach sein. War zu schnell? Ja, gerne. Super. Das sehr gerne. Und übrigens, großen Dank. Ich möchte nicht in deine Haut stecken. Schon gar nicht bei dem, was ich da so schnell erzähle alles. Ja. Danke, dass du den Dienst machst. Aber die lächeln im richtigen Moment. Also musst du einen guten Dienst tun. Danke dir. Jetzt sofort. Gut, wir schließen nur das Thema kurz ab. So müsst ihr den Sündenfall verstehen. Aber es ändert nichts, ihr Lieben. Es gibt keinen Plan B für unser Leben. Das wahre Leben ist nicht das Leben mit Kangaroos oder Steve McQueen-Schuhen oder wie die heißen, ja, sondern das wahre Leben ist wirklich das Leben für Christus gelebt. Das so denken wir nicht mehr seit dem Sündenfall. Aber es gibt keinen Plan B für dein Leben. Das ist das wahre Leben. Denn alles ist aus ihm, alles ist durch ihm und alles ist zu ihm hingeschaffen. Also wir haben den ersten Punkt geschafft. Für was ist der Mensch geschaffen? Zu seiner Verherrlichung. Die nächste Frage, könnt ihr euch in der Pause schon darauf vorbereiten, ist, für was hat er, wir reden ja von Sexualität, für was hat er Mann und Frau geschaffen? Er hat ja nicht nur Menschen geschaffen, er hat ja zwei unterschiedliche Menschen, zwei unterschiedliche Geschlechter geschaffen. Und ich frage euch nach der Pause nach der Antwort. Okay? Wie lange machen wir Pause? Ein Lied. Okay. Dann stehen wir dazu auf. Der Mensch ist zur Verherrlichung Gottes geschaffen. Die zweite Frage, wir kommen dem Thema Sexualität etwas näher. Für was hat der Mann und Frau geschaffen? Warum hat er Mann und Frau gemacht? Jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Ich nehme mal da hinten, wer war das? Paul? Paul? Paul hat gesagt, damit der Mensch nicht alleine sei. Aber streng genommen, er hat uns als Gemeinschaftswesen gemacht. Ja, wir brauchen, wollen, wünschen uns, lieben Gemeinschaft, weil er ja auch, wir sind ja in sein Bild gemacht, weil er ja auch ein Gemeinschaftswesen ist. Gott lebt seit ewiger Vergangenheit in Gemeinschaft. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Wir denken wenig über diese Dreieinigkeit nach und über die Beziehung untereinander, aber Gott ist ein, wenn ich den Ausdruck benutzen darf, Gemeinschaftswesen. Deswegen, Paul, ja, du hast recht, es sagt ja auch Gott selbst, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Aber, und jetzt bin ich mal mit jüdischem Scharfsinn, gehe ich an dein Argument ran, dann hätte er ja noch einen zweiten Adam machen können. Ich meine damit nicht Homosexualität, sondern er hätte ja ganz viele Menschen machen können, die einfach in Gemeinschaft miteinander leben. Dann wären sie ja auch nicht alleine, oder? Warum hat er Mann und Frau geschaffen? So unterschiedlich. Ja, wenn du denkst, du Junge, die Mädchen hier im Raum würden alle so ticken wie du, dann bist du wirklich noch total schief gewickelt. Ja, total vom anderen Stern. Und ihr Mädels ganz genauso. Wenn ihr denkt, die Jungs ticken genauso wie ihr, wir sind wirklich ziemlich unterschiedlich. Nicht nur äußerlich in der Anatomie, sondern auch innerlich. Wir sind unterschiedlich gemacht. Warum diese Unterschiedlichkeit, Paul? Für Gemeinschaft, das kann ich dir sagen, da wäre es viel leichter gewesen, die wären alle so wie Paul. Es ist viel leichter, mit mir selber Gemeinschaft haben. Ja? Du, glaub mir, du hast meistens schnell Freundschaft mit denen geschlossen, die recht ähnlich ticken wie du. Das ist einfach so. Ja, ich bin so ein ganz penibler, pedantischer Korinthenkacker. Manche nennen es auch Perfektionist. Ja, und es gibt den, darf ich ja sagen, den Clemens bei uns in der Gemeinde. Ich habe mich von Anfang an super mit dem verstanden. Und der ist genauso schlimm wie ich. Ja, der ist auch super penibel, ganz genau. Und der liebt es, zu optimieren. Ja, und ich liebe das auch. Da habe ich den absoluten Kick. Also, das lasse ich ehrlich gesagt, ist eine gute Antwort, aber lasse ich nicht ganz zählen, weil die Frage war nicht, warum hat er andere Menschen gemacht,
Warum hat er Mann und Frau mit ihrer Unterschiedlichkeit auch noch gemacht? Zweiter Versuch. Wer bist du? Daniel? Und was war deine Antwort? Das ist eine sehr gute Antwort. Daniel sagt, ja, damit sie sich vermehren können. Ja, aber wie kann es anders sein? Ich lasse es wieder nicht zählen. Weißt du warum? Wenn du dir die Tierwelt anschaust, ja, oftmals gibt es in der Tierwelt zwei Geschlechter, aber nicht durchgängig. Es gibt in der Tierwelt sogar eingeschlechtliche Wesen oder Wesen, die unterschiedliche Geschlechtlichkeit annehmen können oder die sich auch durch absolut Gleichheit trotzdem vermehren können. Das ist, wenn ich mit Verlaub so sagen darf, für den Herrn gar kein Problem. Das sehen wir an der Tierwelt. Hätte er bei den Menschen auch so machen können. Wäre auch übrigens viel leichter gewesen. Ja, da muss man jetzt zwei unterschiedliche Versionen vom Menschen erdenken. Ja, dann eine Version hätte auch gereicht. Also, gute Antwort, Daniel, genauso wie Paul. Aber ihr seid auf Platz 2 und Platz 3. Platz 1 ist noch frei. Wozu hat Gott diese Unterschiedlichkeit gemacht, Mann und Frau? Damit sie sich einander ergänzen? Ja, das finde ich schon recht gut. Und warum sollen sie sich einander ergänzen? Jetzt muss der Volltreffer kommen. Wenn es keiner weiß, weiß es einer ganz bestimmt. Wladimir, was war deine Antwort? Bitte? Nee, was war deine Antwort vor 20 Minuten? Habt ihr es gehört? Zu seiner Verherrlichung. Schaut mal, alles ist aus ihm, ihr müsst nur die Mathematik machen. Ich habe euch doch den Vers gelesen, Kolosser 1, Vers 16. Alles ist aus ihm, alles ist durch ihn und alles ist zu ihm hingeschaffen. Und alles existiert durch ihn. Es gibt keinen Plan B. Der Mensch allgemein ist zur Verherrlichung Gottes gemacht und Mann und Frau ist auch als erstes. Paul, du bist auf Platz 2. Daniel, stimmt das, Daniel? Du bist auf Platz 3. Oder umgekehrt, ist mir egal. Aber Platz 1 ist Wladimir. Zu seiner Verherrlichung. Alles ist zu seiner Verherrlichung. Und das ist ein Thema, da haben wir wieder keine Zeit für, aber ihr müsst unbedingt mal über 1. Mose 1 detailliert predigen, warum Mann und Frau sein zur Verherrlichung Gottes da ist. Ich mache es ganz kurz. Ja, schlag bitte 1. Mose 1 auf, Vers 26. Die Schöpfung, da heißt es doch, Blätter, Blätter, Blätter. Oder wenigstens ein Handy, aber Handy dürft ihr ja noch nicht. Gell? Also da müsst ihr ja unbedingt die gedruckte Bibel haben. Es geht ja gar nicht anders. Ja, also morgen, ab morgen, okay? 1. Mose 1, Vers 26. Und Gott sprach, Paul, du verwöhnst deine Gemeinde viel zu stark. Du bist sehr schnell. Das ist gut. Nee, zeig das ruhig, mach das ruhig. Aber du bist kontraproduktiv, das musst du einfach zur Kenntnis nehmen. Ja? Du musst erst das Rauschen im Blätterwald und dann bringst du noch für alle die, was weiß ich, aus welchen Gründen auch immer, haben sie ihre Bibel nicht dabei. Also, und Gott sprach, und jetzt müssten wir Hebräisch können. Ich kann es auch nicht, aber ich kenne Arnold Fruchtenbaum sehr gut, war mein erster Bibellehrer und er hat mir das auch mal bestätigt. Jetzt kommt hier ein stilmittel. Mose, oder inspiriert vom Heiligen Geist, gebraucht jetzt hier ein sprachliches Stilmittel und wechselt ständig zwischen Plural und Singular. Ihr versteht, was Plural ist? Mehrzahl und Singular ist Einzahl. Lasst uns, Plural, die deutsche Übersetzung sagt Menschen, steht aber im Hebräischen gar nicht da. Damit das Stilmittel eingehalten wird, steht da, lasst uns, Plural, Mensch, Singular, machen in unser, Plural, Bild, Singular. Und Gott schuf den Menschen in sein Bild und als Mann und Frau schuf er sie im Vers 27. Wir sind in sein Bild geschaffen, okay? Und weil wir in sein Bild geschaffen sind, hat er uns als Mann und Frau geschaffen, zu seiner Verherrlichung. Und jetzt kommt die Auflösung. Wladimir, du predigst das dann mal ausführlich. Bist du hier aus der Gemeinde? Darfst du schon predigen? Na, dann wird es Zeit. Nee, das will ich nicht sagen. Aber bring mal eine Bibel. Machst du Bibelstunde? Kinderstunde? Jugendstunde? Hausmeister? Muss auch sein. Aber ich sage dir, das, was wir jetzt heute Abend besprechen, wird leider viel zu wenig weitergegeben. Die meisten heiraten ja, weil sie denken, das ist die Erfüllung. Oder? Das ist der Traum meines Lebens.
Die denken überhaupt nicht, dass es zur, sorry, ja, dass es zur Verherrlichung Gottes sein könnte. Die Frage muss doch erlaubt sein, wie kann Mann und Frau in das Bild Gottes zur Verherrlichung Gottes sein, oder? Sind wir ganz am Thema, weil alles ist aus ihm, durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Schaut mal, er wechselt ständig zwischen Plural und Singular, Plural und Singular, richtig? Warum macht er das? Wer ist denn Plural und Singular? Gott selber existiert als Plural und als Singular. Könnt ihr folgen? Gott besteht seit ewiger Vergangenheit als Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und die drei leben in Beziehung zueinander. Wir reden und denken zu wenig über diese Beziehung nach, aber der Heilige Geist hat nur eine Absicht. Er will den Herrn Jesus groß machen. Und der Herr Jesus hat auch nur eine Absicht. Er will den Vater groß machen. 1. Korinther 15, am Ende wird der Herr Jesus die ganze Gemeinde nehmen und wird sich selbst dem Vater übergeben und so wird Gott alles in allem sein. Das ist leider, weil wir so selbstsüchtig sind, sorry, denken wir viel zu wenig über die Beziehung innerhalb der Dreieinigkeit nach. Aber das ist die Liebe, die gerade in der Dreieinigkeit vonstatten geht. Die verherrlichen sich gegenseitig. Okay? Und er schafft uns in sein Bild. Er hat nur jetzt keine, was soll denn Mann und Frau werden? Die sollen, wenn sie heiraten, ein Fleisch werden. Habt ihr schon mal gehört, oder? Bei jeder Eheschließung wird das gelesen, das ist das Ende von Kapitel 2. Und wird Vater und Mutter verlassen, seine Frau anhängen und die beiden werden ein Fleisch werden. Für alle Jungs hier im Saal, ein Fleisch im Alten Testament heißt nicht Sex miteinander haben. Überraschung. Ein Fleisch heißt eine Person. Das Wort Fleisch wird vornehmlich im Alten Testament für Personen benutzt. Das heißt, heiraten heißt nicht, okay, ich will heiraten, damit ich legalen Sex haben kann, sondern heiraten sollst du zur Verherrlichung Gottes, damit du mit der Frau ein Fleisch wirst. Ein Herz und eine Seele. Wie eine Person. Das ist der Sinn, den Gott in die Ehe gelegt hat. Das ist eine Latte, oder? Das ist seit dem Sündenfall der Hammer, weil seit dem Sündenfall, Stefan, das weißt du, sind wir so selbstsüchtig und jetzt wollen beide nur noch ihre eigene Verherrlichung. Das ist eine Katastrophe. Das ist eine Vollkatastrophe für die Ehe. Aber am Anfang war das nicht so. Am Anfang, die waren ohne Sünde. Adam liebte Gott und wandelte bei der Kühle des Tages mit dem Herrn, begeisterte sich für ihn, verstand, dass Gott in Dreieinigkeit existiert, Dreieinigkeit, und deswegen hat er uns so gemacht. Und deswegen hatte Adam seine Frau. Okay, da war noch alles gut. Die lebten als Zweieinigkeit, weil wir reflektieren. Wenn ihr wirklich, ja, ihr wollt ja auch irgendwann mal heiraten, wenn ihr wirklich mit euren Männern ein Fleisch werdet, das heißt eine Person werdet, dann verherrlicht ihr Gott, weil ihr reflektiert Gott. Bei Gott passt kein Blatt Papier zwischen die drei Personen. Und so sollte es eigentlich. Ich weiß, dass das seit dem Sündenfall extrem schwer geworden ist, aber mit Gottes Hilfe ist das Ziel für die Ehe. Nicht einfach nur, ja, Gemeinschaft haben, das kann ich auch in der Gemeinde, habe ich sehr gute. Okay? Nicht einfach nur Fortpflanzung, das wäre auch anders möglich gewesen, sondern ein Fleisch werden, damit wir ihn reflektieren können, zu seiner Verherrlichung. Erste Frage war, warum hat Gott den Menschen gemacht? Zu seiner Verherrlichung. Zweite Frage war, warum hat er sie als Mann und Frau, als Eheleute nachher für die Ehe geschaffen? Zu seiner Verherrlichung. Und jetzt kommt die dritte Frage. Warum hat er sie als sexuelle Wesen geschaffen? Warum hat er ihnen Sexualität, Geschlechtlichkeit und die Ausübung von Geschlechtlichkeit, sprich Geschlechtsverkehr, warum hat er ihnen das geschenkt? Und jetzt gibt es nur eine Antwort. Ganz genau. Auch wenn du es nicht glauben kannst. Aber das ist die richtige Antwort von Anfang an. Du bist der Viktor. Viktor. Genau, Viktor. Viktoria war bei dem Seelsorgeseminar die Frau vom Josef. Genau. Und du bist der Viktor. Viktor, du darfst jetzt für alle sagen, warum hat Gott sich Sexualität ausgedacht? Es gibt nur eine richtige erste Antwort. Es gibt auch eine zweite und eine dritte. Aber was ist die erste Antwort? Ganz laut. Habt ihr das schon mal gehört? Gott hat Sex, Geschlechtsverkehr, Sexualität geschaffen, sich ausgedacht zu seiner Verherrlichung. Ihr Lieben, wenn das jetzt neu ist, dann ist das eine Vollkatastrophe, weil ich erzähle keine Gnosis, nichts irgendwie ein Geheimnis oder was Verstecktes, sondern das ist klare Lehre der Schrift. Aber wir studieren Dr. Sommer mehr,
wie die Schrift, wenn es um Sexualität geht. Das ist die Wahrheit. Wir denken nämlich bei Sexualität, wir Männer zumindest, an ganz was anderes, aber nicht an die Herrlichkeit Gottes. Das ist die Wahrheit. Wir denken an unseren Genuss, an unsere Befriedigung, zu der Zeit, wann wir das wollen und auf die Art und Weise, wie wir das wollen. Das ist die Wahrheit. Das ist total pervers. Deswegen sollte man sich dafür auch schämen, für diese Motive. Aber Gott hat ein anderes Motiv in die Sexualität reingelegt. Denn, noch einmal, Kolosser 1, Vers 16, alles, was in der Schöpfung ist, alles ist aus Christus, alles ist durch Christus und alles ist für Christus, auch die Sexualität. Jetzt habe ich euch hoffentlich neugierig gemacht, oder? Weil die brennende Frage beim Stefan und beim Stefan muss sein, und wie geht das jetzt? Oder? Dann tut mir den Gefallen und sagt ja, danke. Die Antwort steht natürlich in der Schrift. Schlag bitte 1. Korinther 7 auf. Und während wir 1. Korinther 7 aufschlagen, will ich euch sagen, dass Paulus das den Korinthern, kennt ihr die Korinther so ein bisschen? Ich muss auch selber aufschlagen, weil ich habe das jetzt nicht vor mir. Kennt ihr die Korinther ein bisschen? Die Gemeinde in Korinth, was war denn das für eine Gemeinde? War das eine Vorzeigegemeinde? Waren die so richtig zu loben? War da alles in Ordnung? Gab es da nichts zu korrigieren von Paulus? Was waren denn die Korinther? Was waren das für Kadetten? Christian, weißt du es? Richtig, die haben ihn herausgefordert, den Paulus. Der wäre gar kein echter Apostel. Aber das war noch nicht mal das Schlimmste. Das Schlimmste war, da gab es Parteiungen noch und nöcher. Ich bin des Paulus, ich bin des Apollos, ich bin des Christus. Die waren auch nicht besser, die ließen sich von gar keinem mehr was sagen. Da gab es Unmoral, das war nicht das Schlimmste, dass der Sohn mit seiner Stiefmutter Sex hatte. Das steht im 1. Korintherbrief. Da hat ein Christ, ein Glied dieser Gemeinde, ein junger Mann, Geschlechtsverkehr mit der Stiefmutter gehabt. Aber das war noch nicht mal das Schlimmste. Wisst ihr, was das Schlimmste in der Gemeinde war? Die Gemeinde hat es gewusst und geduldet, hat nichts gesagt. Das war in Korinth. Ihr müsst nur den Korintherbrief lesen. Ja? In Korinth gab es ein totales Ehrgehabe über die Gaben. Ja, jeder wollte die tollste Gaben haben. Und die Zeichengaben waren ganz was Tolles. Ja, ich kann heilen, ich kann in Zungen reden, ich habe eine Prophetie. Da haben die sich total mit gebrüstet. Aber Hausmeister sein, einfach dienen, da hat sich keiner mit gebrüstet. So waren die Korinther drauf. Ja, total selbstsüchtig. Das war die Volker, also ich glaube, es gab kaum eine schlimmere Gemeinde, die im Neuen Testament beschrieben wird, als die Korinther. Und die Korinther haben natürlich auch mit der Sexualität, die wussten nicht richtig, damit umzugehen. Und deswegen, und das müsst ihr jetzt verstehen, und deswegen muss Paulus auch dieses Thema bei den Korinthern zurechtrücken. Das heißt aber nicht, ihr müsst jetzt ganz scharf mitdenken, das heißt nicht, dass Paulus in 1. Korinther 7, was wir jetzt lesen werden, zum ersten Mal Gottes Ratschluss über Sexualität preisgibt. Den gab es schon immer. Adam wandelte bei der Kühle des Tages mit Gott, der lernte von Gott, der wusste ganz genau, was Gottes Absicht war. Und er hatte keine Scham beim Thema Sex. Erst nach dem Sündenfall, dann war er auf einmal sofort schambelastet. Aber vorher gab es keine Scham. Der wusste ganz genau, wie man richtig damit umgeht, zur Verherrlichung Gottes. Aber die Korinther, die waren sowas von dekadent. Dekadent heißt abgewirtschaftet. Oder wie ihr und wie ich heute. Wir sind, was das Thema Sexualität angeht, total abgewirtschaftet. Wir sind total pervers, was uns die Welt beigebracht hat. Und deswegen musste Paulus ihnen buchstäblich die Leviten lesen. Also er musste ihnen wieder sagen, was wirklich richtig ist, was gut und wahr und vollkommen ist. Okay, aber es ist keine neue Erkenntnis, die jetzt kommt. Lest mit mir bitte 1. Korinther 7. Jetzt hättet ihr auch gerne eure eigene Bibel dabei, oder? Denke ich einfach so. Also 1. Korinther 7. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, also die Korinther hatten dem Paulus schon einen Brief geschrieben. Und der 1. Korintherbrief ist die Antwort des Apostels Paulus auf diesen Brief der Korinther an ihn. Okay? So. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Da weiß man jetzt nicht so ganz, was meint er damit? Gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Die Bibelleser wissen schon, Viktor, wahrscheinlich, was er meint. Ja? Und du bist verheiratet, aber so ganz klar ist es noch nicht. Aber im Vers 2, aber um der Unzucht willen habe jeder seine eigene Frau und jede Frau habe ihren eigenen Mann. Da wird er schon ein bisschen konkreter. Im Vers 3 wird er noch konkreter. Da redet er von, der Mann leistet
der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Also spätestens jetzt nach Vers 3 will ich euch alle fragen, von was redet Paulus hier? Was ist das Thema, das größere Thema im Vers 1, im Vers 2 und im Vers 3? Was ist der rote Faden? Was verbindet hier gerade seine Rede? Von was redet er? Genau, du fängst langsam an zu lächeln. Genau, du. Blickrichtung vor dem Vitali. Vitali, gell? Oh, Entschuldigung, Wladimir. Ja? Ja, der sich jetzt rumdreht. Genau, du. Du bist der? Michael, das kann ich mir merken. Du hast einen sehr schönen Namen. Wer ist wie Gott? Was ist das Thema im Vers 1 und im Vers 2 und Vers 3? Danke. Vers 1 und Vers 3, 2 und 3 ist ganz klar das Thema Sexualität. Es ist der Verkehr, ja, unter Mann und Frau. Jetzt sagt er im Vers 4, die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Ich sage jetzt mal nichts über den Vers, weil da werden wir uns ganz lange drin aufhalten. Jetzt lesen wir noch Vers 5. Vers 5 sagt Paulus zu den Korinthern, entzieht euch einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft, ich hoffe, ihr versteht, weil das ist so ein altes Deutsch. Ja, auf Neudeutsch würde man sagen, bitte enthaltet euch nicht zu lange als Eheleute voneinander, es sei denn, ihr seid euch einig darüber, also ihr habt beide Frieden darüber und macht das mit Absicht. Und das bitte nur eine Zeit lang, damit ihr euch dem Gebet widmet. Und dann bitte auch wieder zusammen seid, damit der Satan euch nicht versuche, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Was ist das Thema? Ich hätte mir den Namen merken sollen. Entschuldigung, oh Mann, und ich sage es noch so großspurig, kann ich nicht vergessen. Toll, meine Halbwertszeit. Ja, was ist das Thema im Vers 5? Michael. Amen, ganz genau. Immer noch Sexualität. Und jetzt darfst du einmal raten, was das Thema im Vers 4 ist. Natürlich, warum soll er jetzt auf einmal ein anderes Thema anfangen? Aber der Vers ist nicht so leicht zu verstehen, weil da steht, die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann, ebenso auch verfügt der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Also da haben schon manche gesagt, naja, ja klar, der Leib gehört uns nicht, der gehört Christus. Kennt ihr die Antwort? Ja, ist eine richtige Antwort. Steht im gleichen Brief, ein paar Verse vorher, wisst ihr nicht, Vers 15, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Ja, das stimmt. Ja, wir sind, mit unserem Leib gehören wir alle Christus. Das ist komplett richtig. Aber jetzt hier im Kapitel 7, Vers 4, da redet er von unserem, nicht allgemein von unserem Leib, dass unser ganzer Leib Christus gehört, sondern von was genau redet Paulus hier, wenn er von Leib redet? Ja, von unserer Sexualität. Wir sind als in unserem Leib als sexuelle Wesen geschaffen. So, und jetzt kommt eine schwierige Übung. Und wenn ihr das verhaut, bin ich euch überhaupt nicht böse. Jetzt kommt der Moment, wo ich euch bitte, sagt mal bitte den Vers 4 mit euren eigenen Worten. Ohne was hinzuzufügen und ohne was wegzunehmen. Die beim EBDC sind, die kennen das. Ja, da müssen ganz oft Zusammenfassungen geschrieben werden. Wenn ihr im ersten Jahr seid, wird die ganze Bibel gelesen. Vom ersten Buch Mose bis Offenbarung. Ja, das EBDC ist nicht die Insel der Glückseligen und wir machen auch nicht alles richtig. Aber das machen wir richtig gut, finde ich. Dass die Bibelschüler am Anfang erstmal nur Bibel lesen. Das ist nämlich total aus der Mode gekommen. Ja, ein Jahr lang nur Bibel, von 1. Mose bis Offenbarung. Und jedes Kapitel mit eigenen Worten zusammenfassen. Nichts hinzufügen und nichts wegstreichen. Das ist die Übung, ja, für alle 1180 Kapitel im Wort Gottes. So, jetzt Freiwillige vor. Wer sagt mal den Vers 4 mit seinen eigenen Worten? Ist nicht einfach, das verstehe ich. Ihr könnt nichts falsch machen. Es ist nicht einfach, wirklich nicht. Aber wer startet einen Versuch? Vers 4 mit eigenen Worten zu sagen. Stefan. Ich würde dir 99 Punkte geben. Meine Skala fängt aber erst bei 80 an oder so.
Doch, das war sehr, sehr gut. Hast du den Vortrag schon mal gehört? Okay, sehr gut. Ich sage es nochmal, aber eigentlich nicht viel besser, wie der Stefan gesagt hat. Alles, was an dem Mann sexuell ist, ist nicht sein Eigentum. Ja, das heißt ja, der Mann verfügt nicht über seinen eigenen Leib, und im Kontext Leib, ja, meint es nicht allgemein den ganzen Körper, sondern er meint wirklich die Sexualität des Mannes. Also alles, was am Mann sexuell ist, ist nicht sein Eigentum. Er verfügt nicht darüber. Ja, verfügen kann ich nur über Eigentum. Wenn ich über etwas verfüge, was nicht mein Eigentum ist, dann nennt man sowas Diebstahl. Ja, aber wenn es mein Eigentum ist, dann kann ich darüber verfügen. Und Paulus sagt, nein, der Mann verfügt nicht über das, was an ihm sexuell ist. Das gehört seiner Frau. Beziehungsweise, wenn du keine Frau hast, deiner zukünftigen Frau. Und mit der Frau ist es ganz genauso. Alles, was an der Frau sexuell ist, ist nicht ihr Eigentum, sondern das gehört ihrem Mann. Habt ihr das schon mal so gehört? Steht schon seit 2000 Jahren, schwarz auf weiß, im ersten Korintherbrief. Und wir reden da nicht drüber. Aber das müsst ihr verstehen, weil das ist der Kern, und wir kommen jetzt darauf, warum wir mit Fug und Recht sagen können, alles, wirklich alles, was du in dieser Schöpfung anschaust, dient zu seiner Verherrlichung. Und dazu gehört auch die Sexualität. Schau mal, und jetzt werde ich ein bisschen interpretierend. Wenn alles, was an mir sexuell ist, nicht mein Eigentum ist, sondern das gehört meiner Frau, und umgekehrt, alles, was ja an der Frau, an meiner Frau oder an einer Frau sexuell ist, nicht ihr Eigentum ist, sondern das Eigentum ihres Mannes ist, dann heißt das übersetzt, Gott hat mich als sexuelles Wesen geschaffen, damit ich mit meiner Sexualität was tue, der Frau zu dienen, selbstlos zu dienen. Das ist der Sinn von Sexualität. Damit ich der Frau, natürlich hat Sexualität mit Genuss zu tun, und Gott wünscht dir Genuss. Gott ist kein Spielverderber. Gott möchte, dass du den besten Sex ever, sorry, wenn ich so deutlich rede, wir wollen es immer noch mit Anstand und Respekt tun, aber das glaube ich wirklich, was ich sage. Gott möchte, dass du den schönsten Sex ever erlebst. Aber du musst verstehen, wie das funktioniert. Der Mann ist als sexuelles Wesen geschaffen worden mit einem Ziel, um der Frau, weil das ist nicht dein Eigentum. Ich habe deinen Namen schon wieder vergessen. Du bist der Daniel. Daniel, mit einem Ziel, damit du deiner zukünftigen Frau, bist noch nicht verheiratet, selbstlos dienst. Ja, und den nächsten Satz hörst du natürlich auch gerne. Deine Frau hat genau die gleiche Aufgabe. Und jetzt kommt Vitali. Richtig? Vitali? Wladimir. Ach Mann, so nah beieinander. Zu viele I's da drin. Wladimir, nicht Vitali. Denkst du viel an Klitschko gerade? Denk an Putin, ja. Ich denke mehr an Kiew gerade. Ja, okay. Egal. Jetzt kommt die Stunde von Wladimir. Was, bitteschön, ist daran anrüchig, unrein, böse, schlecht, sodass man nicht drüber reden kann? Wenn das der Kern von Sexualität ist, der Frau mit dem, was an dir sexuell ist, selbstlos zu dienen, das ist nicht böse, das ist nicht schmutzig. Da kann man drüber reden. Wisst ihr, was das ist? Das ist göttlich. Weil Christus, alles ist aus ihm, alles ist durch ihn und alles ist zu Christus geschaffen. Wisst ihr, was Christus gemacht hat am Kreuz von Golgatha? Wir haben uns gerade vor ein paar Tagen zu Karfreitag daran erinnert. Er hat euch allen und mir selbstlos gedient. Wenn du Sexualität wirklich nach Gottes Plan auslebst, dann lebst du auch in diesem Bereich zur Verherrlichung Gottes. Wo sind jetzt die Verheirateten unter uns? Viktor? Stefan? Eugen? Du bist der? Eduard? Eduard? Vitali? Ich hab's jetzt. Immer noch Klitschko? Nein, es ist Putin. I'm sorry, Wladimir? Oh Mann. Ja. Wladimir, Michael. Oh, Josef ist auch da. Jetzt warst du eben schon da? Echt? Hab dich nicht gesehen. Schön. Nicht im ersten Teil. Ist auch nicht schlimm. Du hast die Vollversion bekommen. Da durftest du ruhig schwänzen. Kein Problem. Also, und vielleicht habe ich jetzt ein paar übersehen. Aber ihr Lieben, wenn ihr es euch vornehmt,
genau das, was Gott mit der Sexualität beabsichtigt hat. Nur an eins zu denken, und gerade ihr Männer seid da noch mehr gefordert, der Frau selbstlos zu dienen. Wenn das dein einziges, wir sind ja nie so rein, das ist mir schon klar, aber das ist das Ziel. Das muss dein Motiv sein, Josef. Selbstlos der Frau zu dienen. Was ist daran anrüchig? Was ist daran böse? Das ist göttlich. Und deswegen kann man dafür sogar beten. Das ist kein Witz. Dafür sollte man beten. Ich habe euch versprochen, Gott ist der Erfinder der Sexualität, also muss es was absolut Gutes, absolut Schönes, absolut Reines sein. Und hier ist die Auflösung. Es ist absolut gut, es ist absolut schön, es ist absolut rein. Wenn du es so tust, wie Gott sich das gedacht hat. Die Welt tut es total pervers. Die Welt hat eine ganz andere Botschaft, da kommen wir gleich noch kurz drauf zu sprechen, aber du weißt es eigentlich schon. Die Welt denkt ganz anders über Sexualität. Aber das ist wirklich göttlich. Selbstlos dem anderen zu dienen. Was ist daran böse? Das hat Christus getan. Er hat es nicht wie ein Raub festgehalten, Gott gleich zu sein, sondern er hat sich entäußert. Er ist dem Menschen gleich geworden. Er ist Mensch geworden und wurde gehorsam bis zum Tod. Er hat gehorsam gelernt. Du, Stefan, musst auch gehorsam lernen. Und Stefan, nee, du bist der? Oh Mann, du bist der Stefan. Ja, das war ebenso versetzt. Ach ja, genau, ihr seid ja die Stefans. Also Stefan, dazwischen der Daniel. Da ist überhaupt nichts Böses dran. Das ist absolut göttlich. Jetzt sind wir ja noch nicht fertig. Jetzt sagt vielleicht der ein oder andere, ja Mike, das hört sich schon echt super gut an und sehr fromm und toll, aber wenn du ganz ehrlich bist, wie kommt man dann selber auf seine Kosten? Wirklich? Das ist Gottes Gedanke mit Sexualität? Selbstlos dem anderen dienen? Das ist der Grund? Deswegen hat Gott mich als sexuelles Wesen geschaffen, damit ich der Frau den höchsten Genuss verschaffen kann? Wirklich? Wo komme ich denn dann, Daniel? Wo komme ich denn dann auf meine Kosten? Wisst ihr, warum ich die Frage so in den Raum stelle? Nach so einem Vortrag ist mal ein Ältester einer Gemeinde auf mich zugekommen und hat gesagt, hey Mike, das war alles richtig, was du gesagt hast und ich stimme mal mit dir überein, aber jetzt sei doch mal ganz ehrlich, wie kommt man dann selber auf seine Kosten? Und deswegen baue ich das jetzt immer in den Vortrag ein, weil ich denke, das ist eigentlich selbsterklärend, aber es ist offensichtlich nicht selbsterklärend. Leute, stellt euch mal vor, ihr habt zwei Eheleute, die sind rechtmäßig, Gott hat nun mal die Sexualität in den Schutzraum der Ehe befohlen und nur in die Ehe. Ja, jeder Sex vor und außerhalb der Ehe ist Unzucht. Das klären wir jetzt nicht, aber können wir auch gerne ausführlich drüber reden. Und wenn du diese Sexualität so auslebst, wie Gott sie sich gedacht hat, das, ihr Lieben, ist Gottes Ökonomie, also so Gottes Sinn von Wirtschaftlichkeit. Wenn du wirklich das lebst, wie Gott sich es gedacht hat, heißt, du setzt alles daran, der Frau selbstlos zu dienen. Weißt du, was du dann bekommst? Die Frau gehört sich auch nicht selbst. Sie hat ja auch nur ein Ziel. Wenn sie eine christliche, wiedergeborene Frau ist, die den Herrn liebt und alles, auch die Sexualität, zu seiner Verherrlichung leben will. Wisst ihr, was sie will? Sie will alles einsetzen, um dir zu dienen. Und wenn das beide tun, dann bekommen beide das, was sie in ihrer Selbstsucht, so wie es die Welt, ich benutze jetzt das Wort, treibt, niemals kriegen kann. Versteht ihr das? Das ist wirklich, wenn ich das als kleiner Wurm sagen kann, das ist genial. Das ist Gottes Ökonomie. Die Welt treibt es buchstäblich immer perverser, aber in die falsche Richtung. Sie versucht die ganze Zeit, und das ist Dr. Sommer, das ist das, was ihr die ganze Zeit beigebracht bekommt. Du mit deinem Genuss, zu deiner Zeit, auf deine Art, wie du willst. Besten noch mit einer Frau, die du gar nicht kennst. Das ist die Botschaft der Pornografie. Das ist so böse und total pervers. Aber das ist Gottes Ökonomie. Die Welt bekommt auf diese Art und Weise nie und treibt es immer perverser, was sie auf die Art und Weise nie kriegen kann. Du musst sterben, bevor du lebst. Hans-Peter Reuer, genialer Satz. Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Oder ich kann es auch mit der Bibel sagen, wer immer mir nachkommen will, Lukas 9, Vers 23, der nehme sein Kreuz auf sich, ja, der verleugne sich selbst und wie oft? Täglich und folge mir nach. Wenn du stirbst, wenn du das aufgibst, Daniel, dieses falsche Denken, ja, mein Genuss zu meiner Zeit, wann ich das will, und anfängst, biblisch zu denken, Gott hat dich als sexuelles Wesen geschaffen mit einem Ziel, damit du deiner Frau in Zukunft selbstlos
dienen kannst, dann bekommst du ganz nebenbei das, was du in deiner Selbstsucht niemals kriegen kannst und wirst. Das ist Gottes Ökonomie. Habe ich zu viel versprochen? Und das ist, ihr Lieben, das ist nichts Neues. Das sollte immer in jeder Jugend, wir haben ein Curriculum gemacht, wir gehen in 4 Jahren durch dieses Curriculum und da haben wir uns zusammengesetzt und haben überlegt, welche Themen sollten Jugendliche, weil 4 Jahre bist du durchschnittlich in der Jugend, dann ja, gehen schon wieder die ersten manchmal. Und da haben wir uns überlegt, was sollte da alles drin vorkommen. Und das muss da drin vorkommen. Spätestens dann muss es einmal gelehrt werden, dass man Sexualität richtig versteht. So, ihr Lieben, es tut mir echt leid. Das war der erste Teil. Der zweite Teil, den machen wir jetzt in einem Satz. Ja, was ist das Böse an Pornografie? Ja, das brauche ich nicht mehr erklären. Das ist selbsterklärend. Es ist das Gegenteil von dem, was Gott sich gedacht hat. Ja, als ich das erste Mal, nicht das erste Mal, als ich diesen ersten Teil in Berlin mal von einer Gruppe von EBTC-Schülern gebracht habe, wisst ihr was da, einer in der ersten Reihe, da waren wir fertig mit dem ersten Teil und ich habe den Satz wiederholt gesagt, was ich auch euch wiederholt gesagt habe, Sexualität ist zur Verherrlichung Gottes, indem du lernst, alles daran zu setzen, deiner Frau selbstlos zu dienen. Wisst ihr, was der in der ersten Reihe gesagt hat? Dann ist ja Selbstbefriedigung Sünde. Ja klar. Dann ist ihm das passiert, was die FBI-Beamten auch erleben, wenn sie die ganze Zeit das Gute hören oder fühlen und dann auf einmal eine Blüte in die Hand kriegen. Hey, wir brauchen nicht mehr in der Gemeinde, und leider, ihr seid Russlanddeutsche, ihr seid im guten Sinne ein bisschen zurückgeblieben. Im guten Sinne. Das meine ich jetzt wirklich im Ernst. Ja. Wir Hiesigen, ich bin in 1993 zum Glauben gekommen und in 1994 habe ich eine Männerfreizeit besucht. Oder 95, das spielt auch überhaupt keine Rolle. Überleg mal, wie lang das her ist. Über 25 Jahre. Und der Referent wollte uns auf die Hiesige oder Hiesigen. Und der Referent, ein hiesiger Referent, wollte uns damals vor 25 Jahren glaubhaft machen, Selbstbefriedigung wäre ganz normal und wäre gar nicht böse. Ihr Lieben, das ist pervers. Und das ist gegen das, was die Schrift sagt. Und keiner hat, ich bin mit 23 zum Glauben gekommen, tut mir leid, wenn ich so offen mit euch bin, aber wenn ihr so offen wärt, würdet ihr wahrscheinlich Ähnliches sagen müssen. Ich habe mit 15 diesen Lebensstil angefangen, der Selbstbefriedigung. Und das Interessante war, ich habe sofort, zwar nicht lange, aber sofort als Ungläubiger ein schlechtes Gewissen gehabt. Finde ich bis heute noch total bemerkenswert. Warum? Weil das Gesetz Gottes ist in unsere Herzen geschrieben. Jeder Mensch weiß, was gut und richtig ist, was wohlgefällig ist und was Gott von dir fordert. Das weiß jeder Mensch. Das Gewissen stumpft schnell ab. Aber ich will nur sagen, ich hoffe, ich muss nicht mehr mit euch diskutieren. Ihr seid Russlanddeutsche, ihr seid positiv zurückgeblieben. Nehmt das als Lob, wirklich. Ja, dass Selbstbefriedigung Sünde ist. Natürlich ist das Sünde. Das ist total selbstsüchtig. Das ist das Gegenteil von dem, was 1. Korinther 7, Vers 4 sagt. Und die ganzen Folgen davon, die sind auch sündig. Wenn du dich, sorry, wenn ich jetzt die ganze Zeit in die Mitte gucke, aber ich gucke euch alle an. Ja, nicht nur einen Daniel. Oder einen Daniel, ich kann ja auch da hinten hingucken. Ja, oder einen Paul. Paul, du bist einzigartig. Gibt es noch einen Paul hier? Doch, in der gleichen Fluchtrichtung, das ist gut. Ja. Ihr Lieben, wir können die ganze Pornografie anschauen und ihr werdet jetzt selber erkennen, das ist total böse. Ja. Sex zu deiner Zeit, nach deiner Art, zu deinem Genuss und dann noch mit einem Wesen, was du gar nicht kennst. Ist alles pervers, ist alles böse daran. Ihr Lieben, wahre, erfüllte Sexualität, da fragt mal die Frauen, die können euch das erklären, die funktioniert nur, wenn Vertrauensverhältnis da ist. Das heißt, du musst mit deiner Frau intim werden, bevor du mit ihr intim wirst. Sie muss wissen, dass du es gut mit ihr meinst. Du musst ihr vorher schon im nicht-sexuellen Bereich gelernt haben, zu dienen. Wenn du das nicht lernst, dann brauchst du ja auch keine Hoffnung machen, im Bett was Tolles zu erleben. Das ist einfach, für Frauen ist das ein No-Brainer, das ist ganz normal. Wir Männer, wir sind leider so drauf und glauben diese Lügen, die uns die Welt vorgaukelt, oh, das wäre erfüllter Sex, ja, irgendwie zu meiner Zeit. Wann ich das will, auf meine Art, mit wem ich will. Warum sage ich das so deutlich? Wenn du dich in einem Modus der Selbstbefriedigung und der Pornografie übst, und das machen fast alle Jugendlichen, auch in der Gemeinde heute, weil ich sage es euch, es ist wirklich schlimm heute. Es ist wirklich schlimm. Ihr seid nicht schlechter als meine Generation, als ich in eurem Alter war.
Ihr seid nicht schlechter, aber ihr seid schlechter dran. Weil eure Pornografie läuft heute in der Hosentasche mit. Bei mir, da war wenigstens noch die Menschenfurcht als ganz hohe Barriere. Wer besorgt sich denn solches Material? Und wie kriegt man sowas? Okay? Da hatte ich es tatsächlich noch ein bisschen besser. Aber ich bin ja heute auch in eurer Zeit. Ich lebe heute auch in eurer Zeit. Wenn du dich in diesem Pornografie und Selbstbefriedigung trainierst, glaub bloß nicht, dass mit der Ehe das dann auf einmal vorbei wäre. Das ist auch eine ganz große Lüge. Das geht unvermindert weiter, weil, was hast du denn gemacht die ganzen Jahre? Du hast dich die ganze Zeit in deiner Selbstsucht trainiert, wo du doch eigentlich Selbstlosigkeit nachher praktizieren solltest in der Ehe, wenn es um Sexualität geht. Versteht ihr den Widerspruch? Und diese Signale des Beherrschens wollen, des sich holen wollens, was du willst, die sendest du auch aus, wenn du heiratest. Und die Frauen verstehen das sehr gut und werden dementsprechend reagieren. Das funktioniert nicht. Okay? Also wir müssen, und dann reden wir jetzt noch eine Viertelstunde über den dritten Teil, wir müssen einen Weg daraus finden, bevor wir heiraten. Wir müssen einen Weg zur sexuellen Reinheit finden. Einverstanden? Ganz klar. Und ich sage euch jetzt das in der Kürze der Zeit, was meines Erachtens nach wieder in den meisten Hilfen zum Umgang mit Pornografie und Selbstbefriedigung fehlt. Was ihr in jedem Buch zu dem Thema lesen könnt, ist Folgendes. Und das ist gut, es ist nicht falsch. Es ist gut, aber es ist zu wenig. Da lest ihr zum Beispiel, hey, wenn du da Schwierigkeiten mit hast, dann musst du einen Bund mit deinen Augen schließen. Das heißt nie wieder. Du musst kämpfen. Nie wieder dir sowas anzuschauen, was pornografisch ist. Und du musst bereit sein, Opfer dafür zu bringen. Das stimmt auch. Und bei diesem Kampf, Kolosser 3, ja, da werden keine Gefangenen gemacht. Sorry, wenn das jetzt nicht gut in die Zeit passt, aber in diesem geistlichen Kampf werden keine Gefangenen gemacht. Da muss getötet werden. Sünde muss getötet werden, nichts weniger. Das heißt, wenn dein Handy dir permanent Versuchung zur Pornografie ist, weißt du, was dann sein kann? Es kann sein, du musst dein Handy einfach mal abgeben. Vielleicht sogar auf unbestimmte Zeit. Boah, wirklich jetzt? Ja, meine ich wirklich so. Das ist unter anderem, was es heißt, einen Bund mit deinen Augen schließen. Okay? Hammerhart, werden keine Gefangenen gemacht. Du musst dir auch einen Rechenschaftspartner suchen. Ist auch was Gutes. Ihr Lieben, ihr seid alle im gleichen Boot. Und das ist der Sinn übrigens von Jugend oder von Gemeinde, dass wir gemeinsam das Christenleben leben. Nicht einfach nur schön gebügelt sonntags nebeneinander sitzen, uns eine Predigt abholen und dann wieder zu Hause in unserer Isolation verschwinden. Christsein war nie ein Soloakt. Wir brauchen einander. Ich brauche eure Hilfe und ihr braucht meine Hilfe. Das war schon immer so. Wir sind aufeinander angewiesen. Deswegen hat Christus Gemeinde geschenkt. Wir leben das Leben als Christen. Und das leben wir nur dann richtig gut, wenn wir transparente Beziehungen pflegen. Das können wir nicht mit allen in einer 200, 300 Seelengemeinde. Das ist mir klar. Aber es muss, ihr Lieben, es muss ein paar Freunde geben unter den Christen, mit denen du absolut transparent sein kannst, wo du dich wirklich links machen kannst. Und das sind die, die voller Gnade und voller Wahrheit sind. Die suchst du dir. Die immer perfekt sind und die nie einen Fehler machen und die einen ganz hohen Anspruch haben, mit denen brauchst du dich gar nicht einlassen in Jüngerschaft und Seelsorge. Die haben noch ganz viel zu lernen. Aber die voller Gnade und voller Wahrheit sind. Das ist Römer 15, 14 oder das ist Johannes 1, Vers 1 und 14. Das ist der Herr Jesus. Die voller Gnade und voller Einsicht, Erkenntnis, Wahrheit sind. Das sind die Jungs, die du dir suchst oder ihr Mädels. Ihr habt genauso mit Pornografie und Selbstbefriedigung zu tun. Es ist nicht nur ein Jungenproblem. Unter Mädels immer mehr leider sogar, zunehmend. Ihr sucht euch bitte jemanden, der auch voller Gnade, der euch nicht verdammt, nicht in den Boden rammt, aber euch auch helfen kann. Der mit dieser Weisheit von 1. Korinther 7, 4 zum Beispiel gekommen wäre. Für was ist Sexualität eigentlich? Okay? Aber auch eine Meile mit euch geht. Denn, und jetzt kommt, also das ist alles gut, okay? Harten Kampf kämpfen, Bund mit den Augen schließen, Rechenschaftspartner haben, mit ja wirklich rechenschaftspflichtig auch werden und jede Woche mit ihm drüber reden. Wie war das? Alles gut. Aber wenn das alles ist, behaupte ich jetzt mal, steile These, werdet ihr den Kampf nicht mit viel Weisheit führen und wahrscheinlich auch nicht dauerhaft gewinnen. Eine Versuchung bleibt es übrigens sowieso euer ganzes Leben. Das darf ich euch sagen in meinem Alter. Bleibt das ganze Leben. Als David mit Bathseba Unzucht getrieben hat, war er kein junger Mann mehr. Da war er ein gealteter König, der schon nicht mehr aufs Schlachtfeld gehen musste, weil er hatte genug Generäle. Also das bleibt lebenslang ein Thema, das will ich euch nur sagen.
Aber damit du das wirklich gut kämpfen kannst, müsst ihr jetzt, und das gibt den Abschluss, aber das müsst ihr mitnehmen. Und weil ich sowieso vergesse, kommt jetzt noch eine Buchempfehlung, da könnt ihr das alles nochmal nachlesen. Pornografie, endlich frei, von Heath Lambert. Wenn ihr es nicht kennt, habt ihr ein sehr gutes Buch zu dem Thema versäumt bis jetzt. Ja, es heißt Endlich frei von Heath Lambert. Ganz feiner Mann, auch ein guter Freund. Und der hat diese Tiefe, was jetzt kommt. Da könnt ihr das nochmal in Ruhe nachlesen. Wer sich das Buch nicht kaufen will, weil es bei euch am Büchertisch nicht gibt und ihr so viel Scham habt, euch das Buch irgendwo zu kaufen, wer will sich schon so ein Buch zur Pornografie kaufen, oder? Ja, wenn ihr so viel Scham habt, dann geht einfach auf clv, das ist der Verlag.de, da gibt es nämlich die ganzen Bücher kostenlos zum Download als PDF. Genial, auch dieses Buch. Ja, Wolfgang Bühne hat da, also der macht das super, da gibt es alle Bücher kostenlos. So, und jetzt kommt der Kern des Kampfes in meinen Augen. Jetzt kriege ich es richtig hin. Wladimir. Soll schon wieder falsch gehen. Wladimir. Wozu hat Gott Menschen gemacht? Zu seiner Verherrlichung. Okay? Also damit wir ihn anbeten. Okay? Wozu hat Gott Mann und Frau geschaffen? Zu seiner Verherrlichung. Weil wir eine Zweieinheit werden sollen und wir reflektieren, wenn das gut ist, in der Zweieinheit die Dreieinheit. Reflexion ist das Grundprinzip von Verherrlichung. Wenn ich gnädig bin, wenn ich liebevoll bin, wenn ich vergebungsbereit bin, dann bin ich das, was Christus ist. Und so verherrliche ich ihn. Okay? Also Mann und Frau zu seiner Verherrlichung. Und wenn ich die Sexualität nach Gottes Plan auslebe, dann tue ich das zu Gottes Ehre, zu seiner Verherrlichung, zu seiner Anbetung. Dann reflektiere ich Gott, weil Gott ist selbstlos, zu seiner Anbetung. Und jetzt kommt, jetzt müsst ihr noch einmal echt hier oben den Kasten einschalten und diese Gehirnwindung zusammenknüpfen. Wenn der falsche Umgang mit Sexualität, was ist das wirklich für ein Problem? Ist das einfach nur ein Lustproblem, so auf die Art, oh, ich habe halt so ein Verlangen darauf und deswegen konsumiere ich so viel Pornografie und befriedige mich so oft selbst. Ist das einfach nur ein Lustproblem? Wenn ihr heute Abend gut zugehört habt, habt ihr mehr verstanden. Das ist nicht einfach nur ein Lustproblem, so wie ich zum Beispiel lieben gerne 55-70% haltige dunkle Schokolade. Also da kann ich drin baden. Ja. Also mit Vollmilch ist schon ganz nett, aber wenn ihr mir wirklich einen Gefallen tut, so ab 55% wird es richtig klasse. Ja, das ist Gottes Schöpfung, kann ich mich immer für entschuldigen. Ja. Ja, ich mag das richtig gerne. Das sieht man mir vielleicht nicht an, aber ich teile mir das ein. So. Aber so ist es mit der Sexualität nicht. Es ist nicht einfach nur, oh, das ist ein gutes Stück Schöpfung und ich habe so viel Lust darauf, halt ein bisschen mehr als andere. Ja, wir haben alle dieses Problem. Es ist kein Lustproblem, sondern jetzt, und jetzt kommt dieses scharfe Denken, was ich euch allen abverlange. Das müsst ihr heute Abend in die Birne kriegen. Wenn ich falsch an dieses Thema rangehe, wenn ich die Sexualität zu meiner eigenen Befriedigung, zu meinem eigenen Genuss, egal ob vor der Ehe oder in der Ehe praktiziere. Ja, es geht auch Selbstbefriedigung zu zweit. Wenn ich es vorher die ganze Zeit so trainiert habe, Sex ist für meine Verherrlichung, Entschuldigung, für meinen Genuss da, dann mache ich das auch nachher in der Ehe noch so. Es ist aber gar nicht zum Genuss da, sondern als erstes ist es zu seiner Verherrlichung da. Was ist also Pornografie im Kern? Es ist ein Anbetungsproblem. Im Kern will ich nicht Gott die Ehre geben, indem ich selbstlos dem anderen Menschen diene. Versteht ihr das? Im Kern ist es ein Anbetungsproblem. Ich will nicht Gott dienen, sondern wem will ich dienen? Mich selber. Ich möchte mich ehren. Ich möchte mich verherrlichen. Das ist der Kern von dem Problem. Es ist nicht einfach nur ein Lustproblem. Es ist ein Anbetungsproblem. Ich möchte das zu meiner Ehre einsetzen, zu meiner Verherrlichung, wann ich das will und wie ich das will. Kann man das nachvollziehen? Wenn ihr das versteht, ihr Lieben, das ist meines Erachtens nach wirklich der Schlüssel für den erfolgreichen Kampf. Weil ihr werdet nicht erfolgreich sein, wenn ihr einfach nur, vielleicht nehme ich den Mund jetzt auch zu voll, aber
Wenn ihr einfach nur sagt, oh, ich schließe einen Bund mit den Augen, ich kämpfe bis zum Tod, ja, mache keine Gefangenen und habe auch noch einen Rechenschaftspartner, dann fehlt der Tiefgang, weil das Problem ist nicht an der Oberfläche, einfach nur, was ihr tut, was ihr anguckt. Ja, natürlich, ich weiß das, wenn du tagsüber mit deinen Augen fremd gehst, ihr Männer wisst jetzt, was ich meine. Du schaust dir Sachen an, da brauchst du noch nicht mal pornografisches Material für. Du schaust einer Frau hinterher, dann springt der Motor schon an, dann zahlst du abends meistens die Zeche. Ja, natürlich, und könnte man jetzt sagen, okay, ich muss nur richtig diszipliniert, ja, mich beherrschen mit meinen Augen und dann passiert mir das nicht mehr. Aber dann hast du den Kampf nicht bis zum Herzen gekämpft, weil im Herzen, für was hat Gott dir Sex geschenkt? Zu seiner Verherrlichung. Wenn ich es also missbrauche, ist das ein Anbetungsproblem. Da will ich nicht ihn verherrlichen, da möchte ich mich selbst verherrlichen. Heißt, wisst ihr, was euch wirklich hilft in dem Kampf gegen Pornografie und Selbstbefriedigung? Mehr Begeisterung für deinen Schöpfer und für deinen Erlöser. Je mehr Begeisterung, du kannst nichts anbeten, für das du nicht begeistert bist. Und Gott hat dir jede Menge Grundlage gegeben, um dich für ihn zu begeistern. Schau dir die Wissenschaft an. Ja, das ist einfach wunderbar, wie Gott alles gemacht hat. Da bin ich ein bisschen aus dem Rahmen gefallen, ich kann mich total für Blumen begeistern. Das ist Gottes Handschrift. Ja, du kannst mir einen Strauß Blumen für 99 Cent vom Aldi schenken. Ich bin total glücklich. Ich stelle mir den auf den Schreibtisch, das ist immer meine Art von Luxus. Ja, so ein paar Mal im Jahr kaufe ich mir für 1,99 so einen Strauß, ja, und stelle den einfach dahin. Und dann sehe ich, wie die aufgehen und studiere das. In welchen Farben? Kein Grafiker, ja, ich habe lange Zeit als Grafiker gearbeitet. Kein Grafiker und kein Drucker der Welt, auch kein Monitor der Welt, kann diese Farben nachzeichnen, die Gott einfach aus Dreck wachsen lässt. Gott sendet auf zwei Kanälen, auf dem Schöpfungskanal, schau dir die Schöpfung gut an, damit du dich für ihn begeisterst, und Gott sendet auf dem Erlösungskanal. Was kannst du unzeitige Geburt wirklich dafür, dass Christus für dich sein Leben gegeben hat? Nichts. Gar nichts. Der Lohn der Sünde wäre eigentlich der Tod. Die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Jesus Christus. Gott hat dich trotzdem geliebt, Stefan. Das ist das große Wort des Evangeliums. Das heißt, du musst die Schöpfung studieren und du musst das Evangelium studieren, dass er dich trotzdem heute liebt. Heute. Auch mit allem, was du schon getan hast. Auch jetzt in der Nachfolge als Christ. Er liebt dich trotzdem mit der gleichen Liebe, wie an dem Tag, wo du zum Glauben gekommen bist. Das musst du studieren. Und dann bekommst du mehr Begeisterung für dieses Wesen und antwortest mit Anbetung, mit Gegenliebe, wie wir es in der ersten Stunde heute auch schon gesagt haben. Und das, ihr Lieben, das ist eine Qualität von Kampf, die geht viel tiefer, die geht durchs Herz. Dann willst du auf einmal anders. Das am Anfang ist wie domptieren, ja, wie Grenzen setzen, Mauern bauen, ja, nichts angucken, Rechenschaftspartner, oh, der fragt mich ja nächste Woche wieder, wie hast du deine Woche gelebt? Das kann funktionieren, aber das ist nur ein oberflächlicher Kampf. Der Kampf muss durchs Herz gehen. Und im Herz bist du ein Anbeter. Du kannst nicht anders. Du musst dich begeistern. Und wir müssen lernen, Stefan, ich spreche dich jetzt an, weil der Daniel so oft dran war mit meinen Augen. Ja, wir müssen lernen, und das gilt für euch alle, wir müssen lernen, uns für Christus zu begeistern. Und dann fällt alles, was wir zum Götzendienst missbrauchen, das ist Pornografie und das sind viele andere Sachen, die fallen dir langsam aus der Hand. Weil du hast was Besseres gefunden. Wie dieses Prinzip mit dem Hund. Wie nimmt man einem Hund seinen Knochen weg? Schon mal versucht, einem Hund einen Knochen wegzunehmen? Keine gute Idee. Sobald du dran ziehst, verbeißt er sich so richtig an den Knochen. Und nicht nur an seinem Knochen. Dann lernst du ihn mal richtig kennen. Weißt du, wie du galant einem Hund den Knochen aus dem Maul nimmst? Hervorragend. Du gibst ihm ein frisches Stück saftiges Fleisch. Weißt du, was mit dem toten, abgenackten Knochen, wo er seit Jahren drauf rumnagt, weißt du, was passiert? Der fällt kommentarlos aus dem Maul und er wendet sich dem frischen Fleisch zu. Und sorry für dieses martialische Beispiel, aber genau so funktioniert Heiligung. Du musst von Herzen wirklich lernen, dich für Christus zu begeistern. Denn alles ist aus ihm, alles ist durch ihn und alles ist für ihn hingeschaffen. Es gibt keinen Plan B. Und er ist würdig zu nehmen Macht und Ehre und Reichtum und Stärke. Er ist wirklich der König. Er ist würdig. Und er hat dir das gezeigt. In der Schöpfung darfst du alles genießen. Und in der Erlösung. Er hat sein Leben für dich gegeben. Warum? Du hast keine Antwort darauf. Weil er trotzdem liebt. Studier diese Schöpfung und studier dieses Evangelium.
Und dann liebst du ihn mehr und aus Liebe zu ihm wirst du diesen toten Knochen aus dem Maul fallen lassen. Das ist der Weg zu sexueller Reinheit, der durchs Herz geht. Du musst dich für Christus begeistern und um Christi willen brauchst du das nicht mehr. Du hast Besseres gefunden. Du fängst an, ihn wirklich zu lieben, nicht weil du so ein toller Hecht bist, sondern weil er dich zuerst geliebt hat und immer noch liebt, obwohl du so oft daneben gehauen hast. Das ist ein gutes Stichwort. Ihr habt ja alle kein Problem mit Pornografie und Selbstbefriedigung. Das haben wir ja schon geklärt. Aber ihr wollt ja wahrscheinlich anderen helfen, richtig? Und ich will euch jetzt noch eins, und das hat einen doppelten Effekt, dieses Beispiel, und damit schließen wir. Ich will euch noch ein Beispiel bringen, was euch oft passieren wird, was ihr erleben werdet, wenn ihr anderen Männern, Männer mit Männern bitte und Frauen mit Frauen, helfen wollt, zur sexuellen Reinheit zu kommen. Mit Sicherheit, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, werden die, denen ihr dann helfen wollt, die werden zu euch kommen und werden sagen, du fragst dann, wie war die Woche? Ah, war gut, war gut, war gut, am Anfang. Ja, und dann geht das so ein paar Wochen und dann wieder ein Fehlschlag. Und wieder ein Fehlschlag. Und wieder ein Fehlschlag. Und dann bist du gefordert, ob du wirklich voller Gnade, voller Barmherzigkeit und auch voller Erkenntnis bist. Wenn du dich dann ekelst vor diesem Schützling, ja, und ihn vielleicht sogar verurteilst, weil er immer wieder daneben haut, dann hast du noch nicht viel gelernt. Weil du bist aus keinem anderen Holz, wenn du ganz ehrlich bist. Aber jetzt kommt's. Dann kommt vielleicht der Tag, dass du dann nach ein paar Wochen ihn wieder fragst, ja, der Stefan hilft dem Daniel, ja, und der Daniel sagt, boah, ja, ich habe wieder daneben gehauen. Und dann fragt der Stefan den Daniel, und Daniel, was hast du gemacht, wie hast du reagiert? Hast du den Herrn um Vergebung gebeten, auf dem Fleck, sofort? Und der Daniel sagt, nee, das konnte ich nicht, habe ich nicht gemacht. Okay, warum? Warum hast du nicht, obwohl du zum 300. Mal gefallen bist, warum hast du nicht um Vergebung gebeten? Fragte Stefan den Daniel. Wisst ihr, was die Antwort ist? Die Antwort ist, vielleicht weißt du das gar nicht so gut, aber ich legte die Antwort in den Mund. Die Antwort ist, boah, ich habe schon so oft um Vergebung gebeten. Ich konnte es einfach nicht. Ich konnte es nicht. Ja, die Beziehung war so gestört, weil ich so oft daneben gehauen habe. Ich konnte es nicht mehr. Ich konnte meinem Herrn nicht mehr unter die Augen treten. Aber der Stefan ist nicht nur voller Gnade, der Stefan ist auch voller Erkenntnis. Der geht jetzt weiter und fragt die nächste Frage. Okay, Daniel, willst du mir sagen, das war ja vor anderthalb Wochen, dass du die ganzen anderthalb Wochen Funkstille mit dem Herrn hattest, dass du kein Wort mehr mit ihm geredet hast, die ganze Zeit, weil er ja auf einmal keine Gnade mehr für dich hat, oder? Weil Petrus sagt, dass 70 Mal soll Petrus vergeben, aber der Herr ist viel härter, ja, bei 490 ist beim Herrn dann Schluss, oder wie? Nee. Ja, dann fragt der Stefan den Daniel, Daniel, wie ist denn jetzt heute? Hast du die ganze Zeit nie wieder mit deinem Herrn geredet? Hast du bis heute nicht um Vergebung gebeten? Wisst ihr, was jetzt kommt? Das passt ganz genau auf, weil das ist der Klassiker in der Seelsorge. Dann sagt der sagt der Daniel zum Stefan, nee, so, ja, nach 4-5 Tagen, dann habe ich um Vergebung gebeten, ich habe wieder stille Zeit gemacht, ich habe wieder in der Bibel gelesen, ich habe dann wieder angefangen. Stefan ist ein guter Seelsorger. Der fragt dann auch noch zum dritten Mal nach. Seelsorge hat ganz viel mit Fragen stellen zu tun. Ja, der Adam fällt in Sünde, was macht Gott? Stellt eine Frage. Adam, wo bist du? Du bist eigentlich für mich gemacht. In der Gemeinschaft mit mir ist der Sinn deines Lebens. Und du läufst jetzt vor mir weg. Was tust du eigentlich? Ja, Adam, wo bist du? Also in Fragen, merkt euch das. Fragen, die richtigen Fragen stellen. Das ist wichtig für die Seelsorge. So, und dann sagst du, und warum? Warum hast du dann doch um Vergebung gebeten nach 3, 4, 5 Tagen? Warum hast du dann doch wieder angefangen, in der Bibel zu lesen? Wisst ihr, was die Antwort ist? Und so weit denkt der Daniel nicht. Aber du musst es ihm sagen. Der Daniel hat nicht sofort um Vergebung gebeten, in dem Moment, wo er was auch immer getan hat, aber was Selbstsüchtiges, Falsches mit seiner Sexualität angestellt hat. Er hat nicht sofort um Vergebung gebeten, weil er Angst hat, das macht ja Gnade billig. Das geht doch nicht. Ich kann doch nicht einfach jetzt um Vergebung bitten, wo ich zum 300. Mal gesündigt habe, oder? Das macht ja Gnade billig. Da kann ich nicht um Vergebung beten. Und dann sagst du, ja, aber warum hast du dann um Vergebung gebeten? Warum nach 5 Tagen? Wisst ihr, was die Antwort ist? Wisst ihr, was in den 5 Tagen passiert ist? In den 5 Tagen hat der Daniel sich reingehalten.
In den 5 Tagen hat er keine Pornografie konsumiert. In den 5 Tagen hat er sich nicht selbst befriedigt. Und das hat ihn dazu geführt, dem Herrn wieder unter die Augen treten zu können. Und das macht Gnade billig. Das versteht er nur noch nicht. Er hat sich bewährt. Versteht ihr das? Ihr müsst echt gute Denker sein. Ihr müsst volle Erkenntnis sein, wenn ihr Seelsorge machen wollt. Er hat sich bewährt 5 Tage lang. Er war clean. Und jetzt denkt er auf einmal, ja, jetzt kann er um Vergebung bitten. Du hast noch keine Ahnung, wie der Herr Jesus wirklich ist. Der Herr Jesus hat Ja zu dir gesagt an dem Tag, wo du zum Glauben gekommen bist. Und er kennt dein ganzes Leben. Er ist allwissend. Er ist außerhalb von Raum und Zeit. Christus ist nicht wie du und ich. Wir machen ihn viel zu klein. Er weiß alles von dir. Die Sünden deiner Vergangenheit, die Sünden deiner Gegenwart und alle Sünden deiner Zukunft. Er weiß alles von dir. Das macht Gnade billig. Und das ist ja auch der Grund, warum du immer noch in dem Dreck spielst und dir Befriedigung suchst an einem Ort, wo es nie Befriedigung zu finden gibt. Wahre Befriedigung findest du bei dem, der dich wirklich von Herzen liebt, dich trotzdem liebt. Und so muss dich Gnade, Gnade buchstäblich einholen. Das sage ich euch jetzt aus eigener Erfahrung. Ja, am Anfang bewährst du dich, und dann hast du wieder Gemeinschaft mit dem Herrn und irgendwann mal lernst du durch den Stefan, offensichtlich, du musst Christus besser kennenlernen. Du musst alles tun, um Christus besser kennenzulernen, sein Evangelium. Irgendwann mal merkst du, ich kann ja jederzeit um Vergebung bitten, auch sofort danach. Und irgendwann mal kannst du schon um Vergebung bitten, wenn die ersten Gedanken kommen oder wenn du das erste Mal mit deinen Augen fremd gehst. Und irgendwann mal wird dir Gnade so wertvoll, dass du einfach in diesem Mist dich nicht mehr suhlen möchtest. Es hat nicht mehr den Wert, weil du hast Schöneres gefunden. Das ist die Seelsorge, die der Herr Jesus bei der Frau im Jakobsbrunnen anwendet. 5 Männer hat sie gehabt. Und den Mann, den sie jetzt hatte, war auch nicht ihr Mann. Die dachte, im Sex mit anderen Männern ist die Erfüllung zu finden. Und was sagt der Herr Jesus zu ihr? Was ist seine Seelsorge? Er drückt dir nicht die Nase in den Dreck und sagt dir gleich von Anfang an, 5 Männer hast du gehabt, was hurst du hier rum? Ist er, wie er Seelsorge mit dir macht? Stefan, du musst von ihm lernen. Er ist der Ratgeber wunderbar, wenn du dem Daniel helfen willst. Du musst ihn anschauen. Und was hat er gemacht? Er hat gesagt, Frau, es gibt lebendiges Wasser. Es gibt lebendiges Wasser. Und damit meint er die Beziehung mit Christus. Wenn du wirklich schmeckst, wie Christus, sorry für die Jugendsprache, drauf ist, was sein Wesen ist, wenn du wirklich diese Lieblichkeit, diese Vergebungsbereitschaft, diese Liebe schmeckst, dann willst du nicht mehr für dich selbst leben. Dann findest du das wirklich schön, attraktiv, um seinetwillen zu leben. Das ist kostbarer als dieses für sich selbst leben, weil Pornografie und Selbstbefriedigung ist im Kern kein Lustproblem, es ist ein Anbetungsproblem. Und deswegen wird dir das helfen, du musst Christus besser kennenlernen und alles auf dem Weg, Christus kennenzulernen, wird dir da helfen. Die Gemeinde spielt eine ganz wichtige Rolle. Unter der Predigt sitzen und wirklich zuhören und sich verändern lassen von dieser Gotteserkenntnis ist wichtig. Jeder Kampf gegen die Selbstsucht würde helfen. Nicht einfach nur sich entziehen, sondern auch, Beispiel, mäh mal den Rasen bei der Witwe nebenan, die kein Geld hat und dir keinen großen Lohn geben kann. Das ist Kampf gegen die eigene Selbstsucht. Aber das ist zur Ehre Gottes. Und das würde dir helfen, auch im Kampf gegen Pornografie und Selbstbefriedigung. Weil die Pornografie ist nicht das Problem, ihr Lieben. Konzentriert euch in der Seelsorge dann die ganze Zeit nur, ja, Stefan und Daniel, nur um dieses eine Thema. Dreht euch viel mehr um Christus, um das Gute. Okay, das habt ihr gelernt. Und dann wird das irgendwann mal ihm aus der Hand fallen. Ja, aber das wird martialisch, das wird schlimm, wenn ihr die ganze Zeit nur davon redet. Ja, redet von anderen Dingen. Und redet auch davon, hey, wie haben wir Christus gedient? In anderen Bereichen. Weil das ist der Sinn des Ganzen, ja, ihn zu verherrlichen. Ja, was haben wir über Christus gelernt? Ich muss jetzt aufhören, aber ihr Lieben, das ist so traurig, dass wir heute in unseren Gemeinden, wir streiten über Erwählung oder freie Wille des Menschen. Wir streiten über, wird die Entrückung vor der großen Trübsal oder während der großen Trübsal oder nach der großen Trübsal sein. Wir streiten über, soll ich mich impfen lassen oder soll ich mich nicht impfen lassen. Wir streiten über alle möglichen Nebensächlichkeiten oder Dinge, die uns teilweise wirklich zu wunderbar sind. Aber weißt du, was wir fast nie tun? Wir reden selten von der Lieblichkeit des Herrn. Wann sagst du,
Und ich hoffe, du erlebst das manchmal, wenn du Gemeinschaft mit dem Herrn im Wort hast. Wann sagst du mal dem Daniel, du, ist nicht jeden Tag so. Aber wann kannst du zum Daniel mal sagen, boah, ich habe den Herrn so erlebt, weil ich habe auch in die, Entschuldigung für das Kraftwort, in die Scheiße getreten. Und er war mir so gnädig. Er hat mich so ermutigt in dem Psalm. Ja, mit David zum Beispiel. David war ein Ehebrecher. David war ein Vergewaltiger, war ein Hurer. David war ein Mörder. Und wisst ihr, was David noch war? Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das ist nicht meine Meinung, das ist Gottes Meinung. Wir haben eine zu geringe Vorstellung von Gott und von seinem Wesen. Deswegen haben wir zu wenig Begeisterung für ihn. Und deswegen leben wir zu viel in unserer eigenen Selbstsucht und spielen immer in diesem Dreck, was nicht wirklich befriedigt. Und deswegen ist der wahre Kampf Begeisterung für den Herrn Jesus haben. Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Amen. Amen.